Ach Leute, wisst ihr, ich habe heute wieder richtig Lust, auf die Babys aufzupassen. Ich bin sehr gespannt, was hier heute los ist. Jo, wer bist du denn, Bruder? Was? Du bist Marvin jetzt geworden, oder was? Jo, Marvin, der hat jetzt grüne Augen, Leute. Hast du eine OP bekommen, oder was? Crazy. Okay, Leute, also die Mods werden immer krasser, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das ist Emily. Und wo ist Elias? Elias. Hallo. Oh, warte mal ganz kurz. Da oben habe ich doch irgendwas gehört. Elias? Keiner hier? Oh, hier ist alles entspannt. Bruder, was ist das hier mit dem Fernseher? Das haben die doch wieder gemacht, ne? Was ist hier los? Da. Oh, der kleine Elias schläft. Och, ist das niedlich. Oh, guck mal den kleinen Butcher an, ne? Ja, Leute. Dann habe ich es ja heute nicht so stressig. Seht ihr, nur zwei Kids, kommen wir auch ganz gut mit klar. Dann wollen wir doch erstmal schauen, wie es denen jetzt mittlerweile geht. Was habt ihr hier? Digga, wer hat von euch hier hingekackt? Sag ehrlich jetzt. Wer von euch hat hier unten einen abgedrückt? Warst du das, Emily? Warst du das, hä? Warst du das? Die ist ruhig. Ja, du bist ein ruhiges Kind, das habe ich schon festgestellt. Komm mal hoch hier, Marvin. Hast du das? Hast du hier die Kacke gemacht? Wollen wir das mal gucken? Hä? Wollen wir das mal gucken, ob du das hier gemacht hast? Ich bringe dich jetzt erstmal dahin. Heute kein Ausrasten, Leute. Heute bin ich ein ganz guter Vater. Hä? Oh Gott, die Kinder weinen. So, pass mal auf, Emily. Du, bleib mal locker. Ich setze dich mal ganz kurz hier hin. Oh Gott, ich muss nach oben. Mit Elias stimmt irgendwas nicht. Elias. Elias, ich bin noch da. Elias, was ist denn los hier? Och Mensch, bist du aufgewacht? Tut mir leid, ich wollte nicht meckern. Wirklich nicht. Aber deine Geschwister haben unten einfach einen abgedrückt. Ja, Esso. Ehrlich, ich finde das auch nicht korrekt. Leg dich hin, schlaf noch ein Ründchen. Na, heute musst du wirklich, du musst nicht aufstehen. Du kannst durchpennen, wie du möchtest. Alles klar, mein Lieber? Okay, bis dann, mein Bester. So, dann wollen wir mal. Müssen wir erstmal hier den AA jetzt wegräumen, ne? Dann mache ich das mal ganz kurz sauber. So, Teppich sauber, alles ist wieder gut. Ich hole den Marvin nochmal ganz kurz von drüben. Habt ihr Hunger? Soll ich euch was zu essen machen? Diggi, ich kann dich ja nicht mal irgendwie... Willst du da jetzt sitzen bleiben oder was? Ja, bleib doch von mir aus sitzen, ist mir doch egal. Meine Güte nochmal, ey. Der will ja nicht runter, Leute. Was soll ich machen? Vielleicht ein Käsetoast. Ja, wir könnten einen Toasty hier reinpacken. Und dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen Käse drauf. Ein bisschen hier Tomate und so weiter. Leute machen ganz entspanntes Käse-Schinken-Sandwich mit, Moment, das machen wir natürlich nicht. Hier mit nochmal Zwiebeln und Doppelkäse drauf, ja. So, meine Liebe, willst du heute ein gutes Sandwich essen? Dein Bruder will nichts und der da oben schläft. Mach ich nur für dich, okay? Na gut. Ich muss noch einmal ganz kurz los. Ich habe Ketchup vergessen. Ich komme gleich wieder und kaufe das ein, ja? Schade, Schokolade, Ketchup war leider ausverkauft. Emily, ich mache dir das Sandwich jetzt ein bisschen trocken, ne? Aber ich sag mal so, das mit dem Käse kommt ja auch in Ordnung. Oh, was machst du denn hier? Mensch, hast jetzt doch Hunger bekommen oder was? Na, komm mal mit, Marvin. Ich bring dich mal zum Tisch, okay? Stell dich mal jetzt hier hin und dann gucken wir mal. 12 Sekunden später. Freunde, ich habe einen Sandwich-Maker am Start. Habt ihr Bock auf ein Sandwich? Ja, ich mache euch kurz eins, ne? Das ist hier schon fertig gemacht. Noch ein bisschen Gurke drauf. Hä? Diggi, was ist das? Nutella? Sag mal, wer von euch beiden hat auf den Sandwichmaker geschissen? Wer war das? Du warst das, Marvin, oder? Ich hab dich da gerade aus der Küche geholt. Ja gut, wenn die meinen, gibt's halt ein Sandwich obendrauf. Oh Gott, was ist da denn passiert? Es tut mir leid. Ich wollte das doch alles gar nicht. Ihr könnt das... Holt euch das Sandwich selber aus der Küche. Ich bin raus. Das war's für mich. Weg. Feierabend. Tschüssi. Tschüssikowski. Ja, moin. Ich bin's, Denno. Hey, ich hab gerade abonniert. Du sag mal, ich hab hier ein kleines Problem. Und zwar hat eins deiner Kinder in den Sandwichmaker geschissen. Wirklich? Ja, wirklich jetzt. Echt jetzt. Das freut mich zu hören. Ja, das ist normal. Wie, das ist normal? Das ist doch nicht normal. Bruder, die ganze Bude ist jetzt hier irgendwie verflucht. Wie redest du über meine Kinder? Ist das dein Ernst jetzt? Dich werde ich feuern. Ja, nein, bitte nicht. Dann lass meine Kinder hinmachen, wo die wollen. Ja, okay. Ja. Leute, wir müssen wieder rein. Och, Mann. So, Kinder. Ich hol den Elias mal ganz kurz aus dem Bett, glaube ich. Oder? Hallo? Das ist für eine Milchflasche da hinten. Ich nehme die jetzt. Und dann... bringe ich die durch diesen riesigen Kühlschrank. Wo zur Hölle bin ich, Alter? Raus hier aus der Wohnung. Na? Ey! Was ist das denn hier? Oh mein Gott!
Oh mein Gott, raus da, Elias! Was? Du bleibst jetzt hier, Marvin. Du gehst jetzt auf die Couch und bleibst da sitzen. Ich will von dir nichts hören, ist das klar? Und du? Ich weiß auch nicht, Alter. Ich leg dich mal kurz auf den Ofen, ne? Ich leg dich mal hier kurz ab. Mach das mal bequem kurz. Ey, Leute, ich bin völlig überfordert, Mann. Hier, nimm was zu trinken. Oh, das ist was Gutes, ja? Okay. Soll ich dich zum Wickeltisch bringen? Okay, Bro. Jetzt wird's bisschen sass, Mann. Jetzt wird's ziemlich komisch, Leute. Elias, ich bring dich da jetzt hin, okay? Was bist du denn für einer? Ich meine, du hast coole grüne Augen, aber Junge, warum lacht der Elias so? Ist hier irgendwas passiert, Kollege? Ich hab doch hier gerade das Baby auf den Wickeltisch gebracht. Dann bringe ich halt Emily da auch rauf. Muss ich alle drei jetzt wickeln, oder was? Ja, Mensch. Muss ich halt auch noch wickeln. Auch mit dir rauf da auf den Wickeltisch, ne? Jo, Alter, ist der größer als die anderen? Marvin, Digga, du bist aber ganz schön breit geworden, Kollege, ne? Muss ich schon sagen. Ja, okay, ich kann jetzt hier keinen wickeln. Ja, gut. Denke ich jetzt nach Hause. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, ist mir das auch egal. Dann lasst euch halt nicht wickeln. Ist mir Lachs. Das war's. Ich komme dann morgen wieder. Gucken wir, was passiert ist. Strom ist aus. Na, dann schlafe ich halt im Flur. Okay. Oh, oh, oh Gott. Alter. Ey, ich habe gerade einen Albtraum, glaube ich, gehabt. Die Lage hier ist ein bisschen wieder entspannt und... Hey, da seid ihr ja. Und was sitzt ihr hier so auf dem Teppich? Jetzt ist aber irgendwie Marvin aber ein bisschen kleiner geworden oder was? Der war doch irgendwie ein bisschen größer, oder nicht? Elias, weißt du was? Du kannst jetzt erstmal in Ruhe Fernsehen gucken. Ich muss mich ein bisschen um Emily kümmern und dann... Digga, ist das, was ich denke? Bro! Wer von euch hat da diesen abgrundtief großen Elefantenhaufen gelegt? Das werden wir jetzt überprüfen. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Und du bleibst hier. Du isst das. Du isst das. Und du isst das hier. Und jetzt setze ich mich auf die Couch und warte. Mann, was ist denn das hier? 6,5 Stunden später. So, dann gucken wir doch mal, was hier gelaufen ist. Na, Marvin? Okay. Das sieht auf jeden Fall nach aus, als wärst du nicht der Übeltäter. Das heißt, du kannst dich jetzt hier entspannt erstmal auf den Stuhl raufsetzen. Dann gucken wir mal Elias nach. Na, Elias? Boah, das ist schon echt eine stabile Wurst. Da bist du richtig glücklich drüber. Auch okay. Also, kann ich nicht sagen. Und was ist... Emily? Emily! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Das Ding ist ja noch größer als unten! Mit dir gehe ich jetzt mal direkt zum Kinderarzt. Da scheint irgendwas ganz und gar nicht zu stimmen. 2 Stunden später. Ich bin wieder da vom Kinderarzt. Hallöchen! Boah, was riecht denn hier so? Elias? Du, kann ich deine Schwester mal hier ganz kurz lassen? Was guckst du denn so? Junge, was stinkt hier so in der Bude? Was ist... Was ist denn hier... Bro! Das Klo ist verstopft! Diggi, was hast du denn hier gemacht? Die Toilette geht nicht mehr! Mann, Marvin! Ey, Diggi! Och, wie soll ich das denn jetzt wegkriegen? Bruder, dein Kopf, also wirklich, das passt ja 1:1 zu dem Haufen, den du da gelegt hast. Ja, Leute, ich muss jetzt erstmal kurz los und einen Klempner rufen, was soll ich sagen? Boah, ey, das war vielleicht ein Akt, hier gerade das Klo sauber zu machen. Ich habe die Babys aus dem Auge gelassen. Kinder? Kinder? Oh, die Tür ist auf. Hallo? Keiner da. Ich mache die Tür lieber erstmal zu. Da lachen Kinder oben. Kinder? Kinder, was macht ihr denn hier? Sag mal... Not good. Elias, Marvin, was macht Emily da in der Waschmaschine? Emily, sag mal, was haben die denn da mit dir gemacht? Seid ihr bescheuert oder was? Jetzt geht's erstmal ins Bettchen für dich. Mach dir mal keine Sorgen. So, Kollegas, was war hier los? Was ist hier... Hat da einer Emily in die Waschmaschine gesteckt und da auch noch reingemacht? So, Kollege, du kommst mit. Du bleibst jetzt hier bei Emily. Ich weiß nämlich ganz genau, wer das war. Elias... Mal mit dir in die Waschmaschine, Kollege. Und dann können wir dich mal einmal drehen mit dem Kackhaufen da drinnen. Na, und los geht's. Ja, los. Na, wie fühlt sich das an? Findest du das gut? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, mein Lieber, jetzt bist du auch mal voller AA. Dann werden wir dich nochmal ganz schnell waschen. Toilettentaucher zu und machen wir runterspülen. Ciao, ciao. Also ganz ehrlich, die Kinder von heute werden immer schlimmer. Okay, Leute, ich bin langsam ziemlich müde und der Elias weint. Naja, ich musste dich halt waschen, Brudi. Hier ist jetzt Schluss mit lustig für heute. Du kriegst jetzt Fläschchen von mir, damit du auch mal die Klappe hältst. Weil mir, also so langsam geht mir das hier wirklich auf den Geist mit dir, ne? Ja, ne, kannst du auch ein bisschen lachen. So, dann ist ja alles gut. Ich mache jetzt hier mal zu.
Da reden wir am besten nicht drüber. Das können die Eltern dann später weg. Okay. Oder wie bist du denn da jetzt schon wieder in den Sitz reingekommen? Es ist mir einfach zu viel. Ich sag, wie es ist. Mit euch beiden, einer ist schlimm. Zwei sind okay. Ich dachte, ich kann's. Aber Bro, jedes Mal hier mit dem Stuhl da auch. Boah, Junge, ey. Du gehst jetzt auf den Dachboden, Marvin, und dann bleibst du da oben auch. Du kannst da bleiben. Nee, da brauchst du jetzt auch gar nicht weinen. Das ist mir egal. So, Emily, komm mit. Die ist jetzt auch. Du rufst gleich deine Eltern an. Oh Mann, du bist ja die Schwester. Ich vergesse es jedes Mal. Ja, dann kommst du heute hinter den Tannenbaum. Du kommst hinter den Tannenbaum. Hinter den Tannenbaum habe ich ge... Okay, Digga, dann halt nicht hinter den Tannenbaum. Dann mach einen Abgang. Mann, ey, ich hab die Schnauze voll langsam. So, komm mit, Elias. Du bist ja eigentlich der, auf den ich immer aufpassen sollte. Was... Was war denn das jetzt da gerade mit der Tür? So, und weil ich immer nur auf dich aufpassen soll, sind mir die anderen Babys jetzt auch wirklich egal. Ich ziehe dir jetzt eine Windel an. So, komme ich jetzt hier rüber. Oder gehst du ins Bettchen schlafen? Brauchst du nicht so zu gucken. Tut mir ja leid, aber... Mann, ich habe die Schnauze voll mit den ganzen Würstchen hier und so. Mann, ab ins Bett mit dir, Elias. Ich lese jetzt eine Geschichte vor und dann gehst du schlafen. Ich bin nämlich auch langsam müde. Es war mal ein glatzköpfiges Baby, das hatte blöde Geschwister, hat überall hingekackt, war echt super nervig und deswegen ist es direkt eingeschlafen. Die Geschichte ist total doof und du auch. Ende. Oh Junge, der Typ ist auf jeden Fall weg. Der schläft jetzt erstmal eine Runde. Das erste Baby schläft. Perfekt. Da heult ja gar keiner mehr. Marvin, was machst du denn da unten auf der Treppe? Wer hat hier auf die Treppe ein Abge... Was ist das denn hier? Wer hat denn hier die ganze Bude voll gemacht? Marvin, was ist hier los? Komm mal mit mir, mein Kollege. Junge, guck dir das mal an. Was ist denn das für ein Oschi? Der ist ja fast genauso groß wie dein Kopf. Okay, ich gehe mal weiter. Da hat irgendjemand in den Flur. Und die werden ja immer größer. Emily! Was ist das denn? Oh mein Gott! Ja, moin, hier ist Denno. Du, es gibt Probleme im Fahrstuhl. Ich komme damit wahrscheinlich nicht mehr nach Hause heute. Also bleibst du länger. Ja, außerdem kündige ich. Was? Leute, ich sag euch ehrlich, das mache ich nicht mehr weg. Ey, also so schlimm habe ich es ja noch nie erlebt. Marvin, was ist das hier? Weißt du, wie ich mein? Diggi, also, Digga, rein da jetzt. Oh, Bruder, Alter, die sind ja alle drin verschwunden. Oh Gott. Lass mich nach Hause. Oh Gott. Gute Nachtgeschichten. Was ist neu? Haus aktualisiert, neue Aktivitäten in den Nächten 1 bis 3. Neue Geheimnisse und Sammelobjekte, ein Arztgeschenk hinzugefügt. Ah ja. Was denn für ein Arztgeschenk? Digga, was? Okay. Besuche uns auf Discord und Twitter für die aktuellen Neuigkeiten. Leute, ich bin mit den Entwicklern so. Die aktuellen Neuigkeiten kriege ich immer als erstes. Und zwar nicht von irgendeinem Discord-Server, sondern von den Entwicklern selbst, wie sich das auch gehört. Das vermisse ich bei Poppy Playtime ziemlich, aber die Entwickler und ich, wir sind eher so, Leute. Wir sind eher so. Nicht so, sondern, also... Ganz schlechte Verhältnisse. Nun gut, es hat sich hier einiges an der Beleuchtung getan, muss ich tatsächlich sagen. Krass, und können wir auch die Tür hier aufmachen? Nice. Wir arbeiten aktuell an einem Projekt, wo wir diese ganzen Hotelzimmertüren mit Karten modden. Das ist natürlich eine eigene Mod, für die ich wieder sehr viel Geld bezahle, aber das mache ich natürlich sehr, sehr gerne auch für euch. Wir wollen diese ganzen Hotelzimmer hier einfach mit irgendwelchen Räumen füllen und dem ganzen Spiel ein neues Leben einhauchen. Wenn ihr das feiert, Leute, Hashtag Karte in die Kommentare reinschreiben. Jetzt werden wir uns auf jeden Fall mal das kleine Pissgör hier mal rausnehmen. Mensch, na? Ich habe schon so viele Namen für dich. Ich nenne dich jetzt einfach Dumbo. Na komm, Dumbo. Bleib mal auf dem Tisch. Hier vorne ist irgendwie eine Seele oder so. Digga, die Seele sagt einfach Lauf. 12 Stück gibt es davon. Oha. Das Badezimmer, Alter. Das Badezimmer ist ja richtig lang geworden. Wasserhahn aufdrehen? Als ob! Digga, als ob das geht! Cool. Oh, ich dachte, man kann den Mülleimer aufmachen. Das wäre so witzig, Mann. Ach komm, ey. Leute, ich werde den Entwicklern das direkt mal sagen, dass sie den Mülleimer auf jeden Fall nochmal patchen sollen. Beziehungsweise, dass man den... haben sich tatsächlich ein Herz gefasst. Bei sowas fange ich immer an zu weinen vor Freude, Leute. Also fast, ne? Ich finde das so cool. Man kann mich so leicht begeistern. Kochen für Windeln? Was ist denn Kochen für Windeln, Alter?
Okay, was ist das für ein Buch? Das einzige Kochbuch, das du jemals brauchen wirst. Da haben wir noch eine Seele gefunden. Wir können jetzt 12 Seelen irgendwie rausnehmen. Was ist denn das hier? LOL! Als ob, Digga, ich kann hier einfach was zu essen rausnehmen. Ey, was geht? Leute, ihr wisst genau, was jetzt passiert. Also, Dumbo, du brauchst doch noch Proteine, ne? Let's go. Das ist so cool. Dumbo, komm mal mit. Du brauchst noch ein paar Eier, Dumbo. Let's go. Bleibst du da? Dumbo, let's go. Ist das geil, Mann. Hey, Dumbo. Wir machen Eier werfen. Ist das cool, Mann. Ey, das sieht so dämlich aus. Okay, Leute. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Was ist... Dumbo, du hast da einen Pilz an der... Dumbo. Könnten ja jetzt mal... Ey, Digger, Mann. Dumbo? Ey, ist das geil, Leute. Bitte macht das nicht zu Hause nach, okay? Nur da. Das ist einfach so gut. Ich werde eine Zwiebelscheibe mal da ran tippen. So, und noch eine Tomate hier. Wir machen einen kleinen Salat mit Käse natürlich, ne? Hallo, kleiner Salat mit Käse jetzt. Ich hab... Das wollen wir so einfach mal machen. Du hast da... Mensch, Dumbo! Dumbo, du hast da Pilze im Gesicht! Oha! Krass. Kann ich den da reinstecken? Ey, das ist natürlich belastend, ne? Aber irgendwie so ein Staubsauger? Hm, okay. Also, wir können das Baby leider nicht in diesen Mülleimer reinschmeißen. Das ist sehr, sehr schade. Ich weiß halt nicht, ob der kleine Racker hier oben reinpasst. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ziemlich witzig mit diesem Schinken. Ey, Leute, das kann man nur geil finden, oder? Oh, es ist gut. Scheiße, ich kack mich ein, Mann. Oh, na gut. Leute, wir werden die erste Nacht auf jeden Fall heute natürlich ganz entspannt mal zocken. Was ist das denn? Arztgeschenk verriegelt. 9 weitere Seelen befreien. Okay. Also, so wie es aussieht, müssen wir diese Katzenseelen finden. Ich mache mich dann erstmal ganz kurz auf die Suche, bevor wir jetzt hier weitermachen. Wow, hier sind irgendwelche Fußspuren drin. Lol, Digga. Aufzeichnung abspielen. 1 von 5. Was ist hier eine Waschmaschine? Das ist keine Waschmaschine jetzt, ne? Dumbo! Dumbo, mein Bester! Du bist doch dreckig oder was, ne? Warte, ich gebe dir mal ganz kurz was zu essen. Dann kannst du ja nochmal Kacki machen. Wo ist denn die Flasche jetzt eigentlich hier nach da? So. Ja, hast du wieder voll gepupst, ne? Ja, mein Kleiner, ist kein Problem. Oh. Entschuldigung, Schnitt! So, einmal auf die Wickelunterlage. Wir holen die neue Windel. Rudi? Ich ziehe jetzt die Windel da auf dem Flur an, okay? Und dann gehen wir hoch. Guck mal, wie der lacht, Leute. Oh, ist das niedlich. Na gut. Also, Dumbo, ab in die Waschmaschine mit dir. Ich würde sagen, warte mal, wir stopfen ihn nochmal rein. Perfekt. Sehr gut. Sehr gut, mein... Das ist doch nicht noch... Wow! Wow, mach die Waschmaschine aus! Mach die Waschmaschine aus! Digga, ich glaube, das ist nicht normal, ne? Also da gehen wir am besten nach Hause und ich würde sagen, wir sprechen nie wieder drüber. Deal? Ja gut, Dumbo, dann pass auf. Also ich setz dich mal oben erstmal hier rauf. Ich muss mir mal diese Aufzeichnung anhören. Schnee, eine Kuriosität im Juli nach so einem schönen Frühling. Es ging los, als ich diesen Job annahm. Aber ich war nicht der Einzige. Geht's da um den Babysitter? Ja gut, Leute, dann nehme ich das Baby doch einfach erstmal mit und bringe es ins Bett. Ich bin mal gespannt, wie wir da oben auf dem Dachboden hinkommen können. Da habe ich auf jeden Fall noch nichts gesehen. Alter! Mensch! Ich sag euch, wie es ist, ne? Aber das Zimmer sieht deluxe aus. Bin ich ehrlich, Königsstück nehmen? Also ich weiß nicht, was man damit machen soll. Aber... Okay. Eventuell... Why you bullying me? Der passt da jetzt nicht so ganz durch, ne? Hm, wir können den Globus drehen.
Auch voll geil. Hier ist das Baby-Plüschtier. Da oben sind seine ganzen Plüschis und so. Ja gut, kannst du mal... So, perfekt. Kannst du mal da wegkommen? Ich muss mir nochmal das Ding hier durchlesen. Es ist noch nicht Zeit für eine Geschichte. Okay, dann schmeiß ihn mal da rein. Da kannst du jetzt auch pennen. Geschichtenbuch finden und hinsetzen. Der Prinz und seine Katze. Oha! Am anderen Ufer in fernen Ländern, mit dunklen Sternen über dem Kopf. Sieht dieses Baby hässlich aus? Schlief der Prinz tief und fest, da sprang eine Katze auf sein Bett. Ist mir scheißegal, die ist nämlich eh viel zu fett. Ich hab einen geheimen Garten gefunden, sagte die Katze mit viel Freude. Aufgeregt rannten sie nach draußen, Entdecker in der Nacht. Oh. Sie ging durch das goldene Tor, schau, die schönen Bäume. Sie ging den hübschen Kieselweg entlang, schau, die bunten Blumen. Sie ging an dem märchenhaften Springbrunnen vorbei, schau, das tanzende Wasser. Schau, schau, schau. Aber der Prinz mochte den Garten nicht und fing an, die Bäume zu fällen. Was ist das denn, Alter? Ist das eine Geschichte über das Baby oder was? Er riss Blumen aus, zerstörte die Hecken und riss alle Blätter ab. Alles ruinierte er zum Spaß. Die Katze sah ängstlich zu. Das war ein Fehler, rief die Katze. Ich hätte ihn hier nie herbringen dürfen. Ui, 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 ui. Wir haben also die Katze hier drin und Alter. Das Baby schläft. Oh, ist das süß. Ey, crazy, Mann. Das Game ist ja übel wild. Ich sag, wie es ist, aber möglicherweise eins der geilsten Updates aller Zeiten. Freunde, Hashtag schlafen, wenn ihr findet, dass das Baby wirklich sehr niedlich schläft. Ich packe ihn da wirklich jetzt auf seine Kuscheltiere rein, so hier die Katze noch, weil ich heute eine Katzengeschichte vorgelesen habe, stelle ich die hier so hin und der kleine Racker schläft. Kann ich hier das Licht ausmachen irgendwie? Nee, einfach die Tür schließen. Gut. Gehe ich jetzt halt mal aufs Sofa und guck Fernsehen, ne? Auf entspannt. Let's go, Diggi, rein. Oh Gott! Hä? Verdammt, Alter, das Baby ist wieder wach. Scheiße, ich muss nach oben. Boah, Kleiner, hör mal auf zu schreien jetzt hier. Gar keinen Bock auf die Scheiße. Ihr habt doch gerade eine Geschichte vorge... Hä? Wo ist denn der? Hello there. Hey, ich hab gesagt, du sollst in dein Bett gehen und nicht weinen. Komm, ich bring dich wieder ins Bett. Okay? Ganz entspannt. Und rein da jetzt! Und wenn du da nicht bleibst, dann knallt's. Dann bring ich Eier mit in dein Bett. Sag ich dir so, wie es ist. So, jetzt gehen wir chillen, Leute. Hast du gerade die Tür aufgemacht? Dumbo, ich schwör's dir. Ich mein's ernst. Lass das Ding auf... Ach, weißt du was? Ob ich's da drauf stapeln kann, Leute? Wir werden es einmal testen. Bitte. Guck mal, wie der jetzt guckt. Ist das nicht okay für dich? Na, dann halt nicht. Guck mich nicht so an, du Häslette. Muss auch mal mit den Babys, muss man auch mal Tacheles reden, ne? Ich weiß, Leute, ich bin ja der Experte. So, was Babys anbelangt, ist klar. Also, wir setzen uns erstmal wieder aufs Sofa und chillen. Auf ganz ent... Hallöchen! Ich bin's! Der Vater des Jahres! Ja, okay. Also, hier ist anscheinend irgendwie gar keiner. Verstehe. Wir haben beim letzten Mal, glaube ich, so ein Paket gekriegt hier. So ein Toaster 4000. Finde ich sehr nice, weil das ist so eine Art Sandwichmaker, Leute. Ich frage mich halt nur, wo das Baby ist. Hallo? Baby, wo bist du? Das Baby ist auf jeden Fall noch nicht da, Leute. Was machen wir denn da jetzt? Hallo? Kleiner? Wir sollen auf dem Sofa erstmal Fernsehen angucken, okay? Da ist der Toastie-Macher. Wir haben ja dann so gewisse Teller und so. Perfekt, die können wir dann auch direkt entsorgen. Aber ist cool, ich setze mir erstmal hin und... Das war so klar, wenn ich hier zur Arbeit komme, dass das Ding gleich wieder anfängt zu heulen. Was ist das hier mit dem Raum da eigentlich? Hey, du sollst die Schnauze halten. Ich geh mal drüben gucken, ne? Der Prinz
und das Schaf. Das wird heute gelesen, Leute. Und wir waren letztes Mal in diesem Raum hier drin. Ich bin hier halt einfach straight rausgegangen. Wir konnten das Baby in die Waschmaschine stecken. Okay, ich kann es jetzt wahrscheinlich nicht rausnehmen, oder? Wahrscheinlich nicht. Das war fast klar. Ich frage mich aber, wie wir diesen Schlüssel hier oben bekommen. Ich habe bisher noch nichts gesehen, gar nichts. Da ist irgendwie so eine Aufzeichnung dran. Hier, Schlüssel zu Geheimnissen. Als ob da der Schlüssel drin ist. Tatsächlich, Mann. Okay. Na dann gehe ich doch einfach mal nach oben, oder? Junge, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Leute, was ist denn das schon wieder für ein mieser Film? Okay, hallo? What? Yo! Was geht denn hier ab? Och nee, Leute, bitte nicht. Oh, das ist wieder so uncool alles. Schau genauer hin. Will ich doch gar nicht. Okay. Was geht denn jetzt ab? Digga, träum ich? Junge, wir sind einfach in der Paralleldimension. Irgendwo. Digga, das Game hat jetzt ja diesen ganz anderen Move. Leute, ich gehe jetzt einfach mal hier hinterher. Hier sind diese blauen Fußabdrücke und wir hören so ein Schnurren von einer Katze. Crazy, Mann. Hallo? Süße Miet. Miet, 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 Miet. Miet, Miet, Miet. Habt ihr das? Die schwarze Katze nähert sich. Hä? Was? Oh mein Gott, Leute, was sollte das denn bedeuten? Die schwarze Katze kommt. 2022. Ist das das Mega-Update? Ach du Scheiße, Mann, das ist doch nicht cool. Oh nee, ey. Leute, das ist möglicherweise eins der geilsten Games, die ich je gezockt habe. Also das war creepy. Sehr verrückt, was da oben gegangen ist, aber ist okay. Ich werde mal diese Tür schließen und auch mal diese Tür, damit wir uns mal wieder eine Abfahrt da machen können. Wir wollen jetzt auf jeden Fall erstmal was essen irgendwie. Ich habe richtig Hunger gerade. Boah, Digga, so ein Sandwichmaker, Alter. Geil, Mann. Let's go. Wir müssen jetzt ja erstmal irgendwie ein richtiges Sandwich machen, so, ne? Wir werden mal da. Boah, Leute, Sandwichmaker, ich habe so Bock, Alter. Ich nehme natürlich erstmal eine fette Scheibe Käse. Wobei, Digga, wir nehmen richtig viel Käse, Leute. Wer feiert Käse auch so wie ich? Hashtag Käse in die Kommentare rein. Käse, dann vielleicht noch eine Scheibe Zwiebel. Zwiebeln. Oh, Zwiebeln auch richtig wild, ne? Ja, Zwiebeln, Leute, können auf jeden Fall mehr rauf. Ich feiere nicht so Gurken und so Pilze und sowas alles. Aber das ist sehr, sehr nice. Wir legen das Brot da rauf. Und jetzt machen wir mal das Toasty, Alter. Geil. Oh, lecker, Herr Schmecker! Was geht denn jetzt ab? Ich hab die Schnauze voll, Alter. Gib mir ein Ei. Wo ist das Baby? Hallo? Baby? Verdammt, Mann, die Tür ist zu. Was zum... Ich check gar nichts mehr. Ich mach die Tür auf. Wir gehen hier rein. Oh, das ist der entspannte Kühlschrank. Wir nehmen die Flasche und dann gehen wir halt mal wieder straight hin. Hä? Hallo? Hallo? Leute, Mann, wo bin ich hier? Digga, der Kühlschrank sah aber mal kleiner aus, oder? Oh, nö, ey. Ach, komm schon. Ist das ein Labyrinth? Och Leute, ich will doch nur dem Baby was zu trinken geben, Mann. Oh, da ist eine Tür. Hey, guck mich nicht so blöd an. Guck mal, was das hier für ein Scheiß ist, du. Die ganze Küche. Ich gebe dem erstmal was zu essen. Ja. Komm, ich bring dich mal zum Wickeltisch, ne? Aber weißt du was? Bevor ich dich zum Wickeltisch bringe, kannst du mal hier ganz kurz auf dem Klo sitzen bleiben. Das ist mir auch schinigol, was du da vorhast. Du kriegst von mir jetzt... Nope. Das Essen ist weg. Das Essen ist komplett weg. Ja, nehmen wir halt so eine Scheibe Brot. Okay. Lass dir schmecken, mein Bester. Lass dir schmecken.
So, ich lege ihn mal da oben rauf. Was ist das für ein Geräusch, was ich hier nebenbei höre? Irgendwie ist das hier alles sehr, sehr, sehr merkwürdig. Naja, okay. Wir werden mal das Baby jetzt wickeln. Können wir das machen? Oh! Ah! Was passiert denn jetzt, Mann? Digga! Digga, was ist das denn? Alter, ich krieg Süßigkeiten ab. Hey! Hey, warte mal ganz kurz. Ich... Hör mal auf jetzt! Kann ich da raus? Nein, kann ich nicht. Ich gehe einfach mal nach oben. Oh, scheiße, Junge. Was soll ich denn jetzt machen? Oh, Gottes Willen! Dieses Baby! Der wusste, da ist der Notfallschnuller. Baby, wo bist du? Baby? Hallo? Baby, wo bist du? Ich hab den Notfallschnuller. Baby? Junge, wie ist der denn hinter die Tür gefetzt? Habt ihr das gesehen? Ich weiß auch nicht, Leute, ne? Aber wenn ihr so eine Tentakel zu Hause habt und das Baby so am Flippen ist, dann ruft mich an. Schreibt mir einfach eine Nachricht auf Instagram. Autogrammkarte könnt ihr euch auch abholen. Ja, der Kleine ist gechillt. Das ist auch nicht einfach, Elternteil zu sein und Babysitter, ne? Oder? Was ist das denn? Nein, das Baby will mir eine Geschichte vorlesen. Och nö. Hä? Ich will da doch jetzt gar nicht rein, weiß ich. Ich mach's. Okay, Digga. Ich setz mich hierhin auf entspannt. Ich nehme jetzt das Baby und du hörst mal jetzt hier auf, da die ganze Zeit drin zu liegen. Ey, Leute, guckt euch mal die Augen an, Mann. Das stimmt doch irgendwas nicht. Das richtige Plüschtier ins Bett legen. Ja, das ist scharf, Digga. Geschichten finden und hinsetzen. Ah, let's go, Digga. Ich lese dem Kleinen mal eine Geschichte vor. Der Prinz und das Schaf. Der ganze Palast war kalt. Der Mond draußen schien so hell. Der Wind, der blies unentwegt. Oh nein. Die Vorhänge flogen in die Höhe. Der kleine Prinz lag in seinem Bett und fand keinen Schlaf. Also rief er nach seiner Mutter... Bitte geh und suche mein Schaf. Wenn mein Kind so aussehen würde, wäre mein allergrößtes Hauptproblem, dass ich denen erstmal eine Kreissäge reinbringe, damit sein Gesicht mal wieder gerade wird. Oh oh. Ich bin durstig, sagte der Prinz. Da holte das Schaf etwas zu trinken. Ich bin schmutzig, sagte der Prinz. Also wechselte das Schaf seine Kleidung. Ich bin müde, sagte der Prinz. Lass mich dich zählen. Eins... 2, 3. Bin ich das Schaf? Digga. Nur noch eins, sagte der Prinz, bevor ich einschlafe. Er öffnete seine großen roten Augen und drehte sich zum Schaf. Komm zu mir in meine Träume. Bleib für immer in meinem Kopf. Gehorsam schritt das Schaf voran. Sein Geist war vor Angst erfüllt. Hä? Hä? Was geht denn jetzt ab? Digga, was geht denn jetzt ab? Heilige Scheiße, war das krass. Digga, was? Zur Hölle? Mann, das eigentlich für... Geiles Game, Mann! Ich sag mit Abstand, Digga, egal ob Poppy Playtime 2 geil war, aber für mich vom Feeling her, Digga, dieses Spiel ist eine Herzensangelegenheit. Eins der besten Games, Digga, die ich je gezockt habe und je betreut habe natürlich auch. Einfach nice. Also, Freunde, wir sind wieder zurück im Business. Und ich freue mich, dass wir heute da sind. Das neue Update, wer es vielleicht noch nicht gesehen hat, die hat sich ziemlich viel getan, nur nicht das hässliche Baby.
Du stinkst. Wir brauchen heute erstmal wieder einen Namen für das Baby und ich muss hier noch einige Aufgaben erledigen, denn ich muss heute nochmal in die Katzenwelt rein, auch übel strange. Und dann muss ich, zumindest kurz vorm Ende, irgendwas mit dem Baby machen, weiß ich gar nicht mehr, gucken wir nachher mal. Ich glaube, da war irgendwas, das wird mir schon wieder einfallen. Dann können wir diese Kiste hier öffnen. Noch geht's nicht. Ich warte mal, vielleicht geht's doch. Nee, ich krieg's nicht auf. Hast du das gesehen? Du weißt nämlich ganz genau, was da drin ist, stimmt's? Du Verdammter! So, der ist jetzt erstmal gegen die Wand geböllert worden. Ja, weiß ja nicht wahr. Alright, Leute, also wir sind heute wieder drin. Okay, mein Kleiner, komm mal mit in die Küche und ich werde. Was ist denn da gerade passiert? Ich werde dich mal hier so auf den. Weißt du was? Ich leg dich einfach mal hier so hin. Guck mal, du hast es hier richtig bequem. Ich gebe dir mal. Das ist so witzig. Warte, mach mal den Mund auf, Kleiner. Und... ja, ich hab's doch gesagt. Warte kurz. Ich hole eine Scheibe Salami raus. So, halt mal die Schnauze jetzt, okay? Leute, ich liebe das Baby. Das ist so witzig. Lässt du das jetzt bitte mal... ist doch gut. Hast du die Augen gerade gesehen, Mann? Alles klar, Mann. Ich nehme die Salami runter. Ist doch okay. Ist doch okay jetzt. Wie wär's denn mit Brot? Willst du ein Brot? Oh Gott! Willst du eine Tomatenscheibe? Willst du Käse vielleicht? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Willst du alles nicht? Willst du eine Gurke? Ich finde das so witzig. Leute, komm. Ich mach dem kleinen Baby mal was zu essen. Wir machen das nämlich so, Leute. Ich gebe dem Baby was zu essen, damit ich es essen kann. Ja, schön. Also das stand jetzt aber nicht im Babysitter-Vertrag. Ey, ich nehme das Baby mit, wir bringen es mal zum Wickeltisch. Ich werf's mal auf entspannt hier rauf. So, das ist sehr gut. Alles entspannt, ich hole mal die neue Windel. Und, was machst denn du da? Wie bist du da jetzt, also? Okay, kein Problem. Ich ziehe dir die Windel an. Komm, wir gehen nach oben. Wir bringen das Baby ins Bettchen. Seht ihr das hier? Okay. Leg's einfach mal ins Bett. Okay. Wir brauchen einen passenden Schlüssel dafür. Stimmt, da war ja was. Ja, gut. Wir holen uns jetzt erstmal das Geschichtenbuch, setzen uns hin und lesen das. Ich lese dir heute nichts vor. Junge, wie schnell ist denn der eingeschlafen? Leute, Hashtag einschlafen in die Kommentare, wenn ihr auch so schnell einschlafen könnt. Ich wollte ihm was... ach komm, warum beschwere ich mich? Weißt du? Das Baby ist doch leise. Es schläft, alles ist entspannt. Ich kann runtergehen und mache mir einen ganz entspannten. So, dann legen wir uns doch mal... chillen wir mal auf dem Sofa ein bisschen, ne? Boah, alter Mann, halt den Rand jetzt da oben, ey. Ich wollte gerade schlafen. Ich dachte, das wird heute eine entspannte, ruhige Schicht. Okay. Hallo? Hallo? Wo bist denn du? Mensch, was machst denn du hier, du kleiner Scheißer? Komm mal mit. Ja, na komm. Wir gehen mal hier rein, ne? Richtung Pfote. Wollen wir mal Pfote gehen? Warte mal ganz kurz. Ich pack dich mal in die Waschmaschine. Währenddessen suche ich den Schlüssel für da oben. Ich habe gesagt, du sollst da rein. Ja, von mir aus auch so. Perfekt, Leute. Mann, das ist so dumm. Es ist gut, okay. Ich mach mal den Schlüssel auf. Na komm. Sehr gut, mein Kleiner. Wir klettern mal da hoch, ja? Machen wir mal. Na komm mal mit. So. Also, was ist das da hinten? Ich muss hier in die Katzenwelt. Muss ich mit dir da rein, mein Bester? Hat das Baby fallen gelassen? Heiße euch herzlich willkommen in der Katzenwelt. Es kommt ja bald was von The Baby in Yellow. Und das Game ist auf jeden Fall nicht ohne. Was zur Hölle ist das? Hört ihr das? So eine kleine Katze. Hallo? Katze! Die schwarze Katze nähert sich. Boah, ich bin gespannt, was die zu bedeuten hat, Leute. Das war ein... oh Gott. Ist gehört? Hast du hier gerade gelacht? Ja. Ab gegen das Bild! Du Verdammter! Hast du die ganzen Bilder hier gemalt? Mensch! Dafür gibt's jetzt einmal Leiter, ne? So.
Steig mal auf die Leiter rauf, mein Lieber. Ja, guck mal, er ist mit seinen Füßen schon auf der Leiter drauf. Wenn du jetzt nicht von alleine da runtergehen kannst, dann hast du selber Schuld. Nur die Harten kommen gar. Und, Schnitt. Ich hab dich! Ab ins Bett, schnell! Leg dich einfach hin! Was? Moment mal, ich soll das richtige Plüschtier ins Bett legen. Was, wenn ich dir das falsche Plüschtier da einfach reinleg? Nee, nicht die Katze. Ich mach mal den Hasen da rein. Ey! Nimm das Plüschtier, ey! Der spielt damit Fußball, Mann. Das meint er doch nicht ernst. Dann kriegst du jetzt einen Block. Du kriegst ein Königsstück. Du kriegst, was kriegst du denn sonst? Du kriegst ein Babyplüschtier. Nope. Wie wär's damit? Mann! Die Unterwelt? Warum zur Hölle steht der Globus da drauf? Warum kann man den drehen? Ich versteh's nicht, okay? Ja, gut, ich geb dir dein Katzending jetzt, Mann. Jetzt halt den Rand. Ja, ist doch okay. Komm. Nervensäge. Echt jetzt? Lass die Tür zu! Hast du mich verstanden? Sonst mixe ich dir da gleich was unten. Weiß nicht, ey. Alles komisch oder was? Stimmt! Ich muss den Fahrstuhl rufen! Ah, so war das. Ja, Leute, ganz genau. Ich muss einfach nur den Fahrstuhl rufen, mehr nicht. Ich hab's voll verplant. Okay, pass auf. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz den ganzen Dreck hier wegräumen. So. Und machen den Kühlschrank mal zu. Machen den Ofen mal zu. Die Tür hier zu. Und jetzt werden wir unser Ritual vorbereiten. Können wir das Ding jetzt aufmachen? Ich hoffe. Ayos mios! Oh! Zaubertrankflaschen! Okay, Leute, wir wissen, was gleich geht. Ich werde mal kurz schlafen und dann holen wir uns das Baby mal. Oh, ich bin gerade vom Einkaufen wiedergekommen und ich kann euch sagen, ich habe die Kinder voll im Griff. Also Fernsehen gucken bei mir definitiv nicht. So, also brauchen die auch gar nicht. Man sieht schon, Badezimmer immer sauber, Kind schläft, alles ist entspannt. Hello? Oh shit, not good. Summer, das kann doch nicht wahr sein, dass du hier vom Fernseher gammelst. Ich dachte, du schläfst. Ja, guck mich mal nicht so blöd an. Mit dir rein in den Ofen. So, und ich sag dir eins, du kriegst noch eine Gurke hinterher, du Verdammter. Und ich pack dir dann noch ein Champignon hin. Und von mir aus auch noch eine Tomate, du Blödmann. Und jetzt rein da mit dir. So, und zu. Jetzt reicht's. Der Typ, ich sag euch ehrlich, der kriegt jetzt richtig. So, was haben wir denn hier Schönes? Die rote Flasche sieht gefährlich aus. Der will was zu essen haben, kriegst du. Oh Gott! Alter, was ist das denn gewesen? Digga, wir könnten ja theoretisch... Boah, wir haben die rote Flasche nicht mehr. Was ist denn die blaue Flasche? Hä? Das Baby ist ja ultra klein. Moin! Hallöchen! Ey, was ist das denn, Mann? Das glaubt mir doch kein Mensch. Wie cool! Geil, Mann! Dieser Trank ist richtig gut. Ja, du bist jetzt für mich wie ein Spielzeug und endlich passt du mal da durch. Guck mal, Leute, wir können jetzt sogar Basketball mit dem Kleinen spielen, ne? Also, wenn man es ein bisschen drauf hat, perfekt. Ja, lassen wir das. Kann ich dich hier in die Vase... Oh Gott, der ist ja wieder groß, Leute. Naja, machen wir mal weiter. Eigentlich würde ich gerne den Gelben erstmal sehen. Wow! Alter! Was? Digga, das Baby ist am Fliegen! Yo! Holy moly, Mann, das ist ja übelst krass. Ey, Leute, ich glaube, ich sehe das Licht. Guck mal da oben. Also, wenn ihr das Baby entsorgen wollt, Leute, dann lasst es einfach da oben, ne? Das stört's nicht. Ich nehme mal die grüne Flasche. Wir gucken mal einfach, wie es mit dem dann läuft. Aber crazy, Mann. So. Schnitt! Okay, mein Kleiner, okay. Ich weiß, das tat gerade weh. Ich muss mir einmal die grüne Flasche besorgen. So, wie wär's denn, wenn wir dich damit mal füttern? Vielleicht geht's dann wieder besser. Junge, hast du hier gerade einen siebenfachen Megafurz gelandet? So, jetzt reicht's, ich hülle der Atombombe! Ey, nee, ne? Wir müssen dekorieren, oder was? Was ist das denn hier? Frohe Weihnachten, Leute. Kommen wir langsam in Stimmung, oder was? Ja, der Fahrstuhl ist auf jeden Fall im Eimer. Das war's dann auch mal direkt. Okay, ich, wo ist das Baby? Was guckst du dir da an, Kollege? Hä? Was guckst du dir da an? Was ist das denn? Habt ihr das gesehen? Mach mir keine Angst, du kleiner Scheißer. Ich guck mir das nochmal an. Warum wackelt das Bild so komisch? Das stimmt doch was nicht. Also, Baby, wir haben heute Weihnachten.
Da ist keine Zeit für Dämonen oder sonst was. Das ist dir klar, ne? Ist dir klar, oder? Ich setze dich auf deinen Stuhl. Wir gucken mal, was haben wir denn hier so? Oh, Würstchen und Kartoffeln? Nice. Ein Truthahn-Teller. Auch nice. Okay, wir werden den Truthahn anscheinend mal aus dem Kühlschrank nehmen. Yo, was ist das denn für ein fettes Teil? Leute, das Ding sieht so falsch aus. Hashtag falsch in die Kommentare, wenn ihr absolut wisst, was ich meine. Also. Ich sollte den Truthahn vielleicht erstmal braten. Okay, also. Gut. Alter, was? Bin ich im falschen Film oder ist der Truthahn hier gerade komplett drin? Crazy Dog. Oh, habt ihr das gesehen? Lecker, Kekse. Mein Kleiner. Hallo. Ich liebe Kinder. Ach ja. Okay, also wir sollen jetzt erstmal den Weihnachtsbaum schmücken. Das, Hör auf zu heulen. Du sollst aufhören zu weinen, okay? Sonst gibt's Klo wieder, ne? Du weißt doch, dass das nicht so cool ist, uns beide nicht. So, der hat jetzt auf jeden Fall... Hör auf zu weinen! Ich sag dir, wie es ist. Ich nehme ihn mit, Leute. Vielleicht, also, weißt du was? Ich bin heute mal nett. Wir haben ja auch Weihnachten. Man soll sich ja auch nicht immer so doll aufregen. Komm, bleib da sitzen, guck Fernsehen in Ruhe. Ich muss jetzt hier erst den Weihnachtsbaum schmücken. So, dann wollen wir mal. Ein bisschen hier Deko und ein bisschen da. Oh, das ist so schön, Leute. Richtig nice, mir gefällt das. Da krieg ich schon wieder voll Bock auf Weihnachten, ne? Sag, wie es ist. So, hier noch, es braucht einen Stern. Kleines Baby, ich hole jetzt den Stern vom Dachboden, ne? Der Truthahn ist im Ofen. Also wenn ihr das seht, dann Feierabend. Geht einfach weg. Okay, ich mach mal diese Tür hier auf. Ah ja. Warum zur Hölle ist hier der... Abdruck in der Wand? Das würde ja bedeuten, dass... Das Baby hier bereits gegengeflogen ist. Und der Schnuller wieder zurückgelegt worden ist. Wir haben 0 Uhr. Okay. Was ist das hier? Zwillingssonnen und fremde. Ja, also ist mir auch egal. Wir gucken nochmal ganz kurz ins Babyzimmer rein. Ja. Dr. Plüsch, ne? Hm, okay. Ja. Ich gehe mal auf den Dachboden. Der ist dieses Mal offen direkt. Interessant. Wir gehen mal hoch. Hallo? Hallo? Was ist das denn? Ein Geschenk? Leute, was hat das Baby wieder schon wieder für ein Geschenk hingelegt? Bald. Warum denn bald? Ich nehme erstmal den Stern mit, okay? Oh, nee, du. Was ist das hier schon wieder? Hey, habe ich den Stern dabei? Ja, habe ich. Perfekt. Ich will nicht drüber reden. Ich weiß auch echt nicht, was das gerade für eine Aktion war. Aber ja, ich muss den Weihnachtsbaum schmücken. Ah! Oh Gott! Oh Gott! Verdammt nochmal! Baby! Mach den Ofen! Oh Gott! Scheiß die Wand an! Ich glaube, der Truthahn ist fertig. Hab ich erzählt, dass ich ein Kochenprofi bin? Das Baby ist weg. Digga, du hast die ganze Hähnchenhaut gegessen! Die ganze Hähnchenhaut! Wer ist so gottlos und isst die ganze Hähnchenhaut? Hashtag gottlos. In die Kommentare. So, Kleiner. Du hast die ganze Hähnchenhaut gegessen! Da hat sie dir wenigstens geschmeckt! War der Schiss in der Hose auch gut? Mann! Ich hole dein scheiß Weihnachtsoutfit! Da dachte ich, ich kann einen geilen Truthahn essen und dann kriege ich noch Würstchen und Kartoffeln zu Weihnachten. Was ist das denn? Boah, ey. Ich gebe dem jetzt die Kackmütze hier. Und danach gibt es erstmal eine kleine Wäsche im Klo.
Okay. So, pass mal auf. Hier. Und einmal rein da, ne? Einmal rein da. Die kleine Wäsche. Du sollst da rein, habe ich gesagt. Damit dein Truthahn und dein Furz da nicht stinkt. Ja, perfekt. So ist gut. Komm, ich hab dich. Alles cool. Wir setzen das Baby mal wieder hier hin. Noch ein Weihnachtsessen vorbereiten. Ey, ich muss den Truthahn wieder in den Müll werfen, ne? Also das ist... Da ist ja noch ein Truthahn. du, kleiner Mann, hast du den Truthahn da reingelegt? Hä? Nee? Na gut, ich hol den mal eben. Ah, so ein Ding ist das. Was ist das denn? Schneeballschlacht? Hey, du Dreckschwein! Hey, du Dreckschwein, lass das ran! Verpiss dich! Schneeballschlacht! Oh Junge, ich habe ihn weggehauen. Die habe ich eigentlich gerade einen Schneemann mit einem Schneeball weggehauen. Hier sind noch mehr Schneebälle. Warum sind hier so viele... Was soll das? Hast du den Schneeball im Kühlschrank gebaut? Summer! Ich check gar nichts mehr. Ich... Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Das Baby ist weg. Oh. Also ich glaube, ich rufe die Eltern gleich wieder an und sage, es ist was Schreckliches passiert. Dieses... Was ist das? Springteufel ohne Kurbel? Oh nee, ne? Okay, Leute. Also wir müssen eine Kurbel finden. Was zum... Ist cool. Also bisher gefällt mir das Update ziemlich gut, bin ich ehrlich. Hallo? Ich nehme mal die Kurbel mit. Will ich den Springteufel überhaupt aufziehen? Ich weiß nicht, ne? Nein, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Diese Musik ist nie gut. Oh! Du bist... Summer! Sag ich nichts mehr zu. So, wir holen den Truthahn aus dem Ofen. Wow! Wow! Ich hab ihn. Frisch serviert, mein Bester. Und jetzt werde ich mit dir zusammen essen. Ist das klar? Ah, die Kuscheltiere sind auch dabei. Mann! Was zur Hölle geht denn jetzt ab? Digga? Hallo! Wow! Oder habe ich das gerade geträumt? Nein, Mann, das Essen ist komplett runtergefallen. Ja, das hat man davon, ne? Typisch Babys. Okay, was haben wir denn hier für ein Geschenk? Geschenke? Von einem kleinen Baby? Okay! Hey! Okay, das ist ja ein Geschenk für dich. Was? Yo! Digga, wie cool ist das Ding denn? Leute, wie geil ist das? Mach mal die scheiß Tür hier zu. Ich will jetzt mal kurz auf dem Flur ein Autorennen machen. Let's go! Okay, das Ding ist nice. Geiles Geschenk. Ich mach mal das nächste auf. Was haben wir hier? Oh, ein Spielzeugflugzeug, Mann. Voll geil. Yo, guck dir das an. Ja, okay. Also ungefähr so, wie ich Flugzeuge fliegen würde. Was haben wir da drin? Boah, eine Schaumpistole? Hey, Entdeckung! Was haben wir hier? Was ist da drin? Ein Springball? Lol. Okay, die Geschenke... Also ich muss schon sagen, als Kind hätte ich mich über so eine Schaumpistole richtig gefreut, ne? Tja, du Dreckschwein. Ich will dein dummes Gesicht nämlich nicht mehr sehen. So, ich nehme dich mal mit. Okay, cool. Also bisher muss ich sagen, ziemlich, ziemlich nice. Ich leg den kleinen Racker mal ins Bett. Was ist denn? Richtiges Plüschtier?
Oh, Dr. Plüsch vielleicht. Vielleicht den. Ja, das war das Richtige. Nice. Kann der Ball mal aufhören zu springen? Ich werde den Ball nehmen und schmeiß ihn, glaube ich, dann mal hier rein. So. Dann gucken wir mal auf den Sofa Fernseher auf. Ganz entspannt. Was? Dora, was ist das denn? Ha? Habt ihr das gerade auch gesehen? Leute, sehr interessantes Update. Sehr interessant. Uff. Krass. Okay. Da ist die Katze nach oben gelaufen. Ah, sie geht auf den Dachboden, oder? Dann gehe ich da auch mal rein. Auf die Leiter. Junge. Hallo? Die Katze steht da hinten beim Geschenk, oder? Hey, Kitty! Kitty! Was hast du da? Ist das ein Geschenk? Bro, was zur Hölle ist das denn? Der saugt ja alles ein! Digga, ich hab Gänsehaut bis hierher. Frohe Feiertage. Saisonale Inhalte ab jetzt in allen Kapiteln verfügbar. Finde heraus, wo dich die schwarze Katze im März 2023 hinführt. In der Zwischenzeit kannst du Team Terrible auf Twitter, Discord und TikTok... So, Leute, dann wollen wir heute doch mal wieder babysitten. Hallöchen, meine Freunde, und herzlich... Ja, was ist denn das hier, Mann? Hallo? Leute, Mann, guckt euch das mal an. Das ist Huggy Wuggy. Ey, nee, ist das cool. Alter, geil, ey. Der hat ja sogar eine andere Farbe an. Und was sind denn das hier für Beine? Die sind ja ganz schwarz. Mensch, Baby Huggy. Ja, wir haben heute das Vergnügen oder was? Das finde ich ja natürlich nice, ne? Dann gucken wir doch mal, ob der kleine Racker... Oh, Entschuldigung. Ob der kleine Racker weinen kann. So. Kollege, ich werde dich jetzt mal gegen die Wand schmeißen und mal sehen. Wow. Alles cool? Dem Kleinen hat's gar nicht geschadet? Du bist ja anscheinend ganz schön robust. Mensch, Kleiner. Wir gehen mal in die Küche rein und... Ja, ich werde dem Racker mal was zu trinken geben. Leute, heute mit Baby Huggy hier am Start. Das sieht ja süß aus. Ich bring dich mal zum Wickeltisch, ja? Wir werden dir mal die Windel wechseln. Das ist auf jeden Fall... wirklich sehr interessant. Was das? Also... Leute, Mann, was ist denn das? So, Baby Huggy ist nicht mehr da. Baby Huggy, was ist denn da los? Digga, was machst du denn da unten auf dem Boden? Wie bist du da denn jetzt hingekommen? Bist du Krabbelprofi oder was? Ja, ich schmeiß dich mal darüber. Und das sieht doch schon mal nicht... schlecht aus. Ey, Leute, wir werden heute richtig viel Spaß haben. Na komm, ich werde dir mal die Windel anziehen. Und bring dich mal in dein Betty, ne? Ich weiß nicht, wer... dieses kleine Baby hier abgelassen hat und vor allem, wer die Mutter ist. Aber ist cool, ich kümmere mich drum, denn Leute, ich bin der Experten-Babysitter und ich kümmere mich um jeden Job. So, mein Bester, dann rein mal mit dir und perfekt. Sag mal, kannst du auch mal weinen? Digga, der weint ja gar nicht, der Kleine. Ich mach das Licht jetzt aus und du gehst mir nicht auf den Sack, ne? Sehr, sehr krass. Also ich wollte es auf jeden Fall irgendwie ziemlich chillig. Wir gehen dann mal runter und warten irgendwie auf die Eltern. Steht hier zumindest links oben als Mission. Jo, ich mach mich mal auf dem Sofa ganz entspannt und... Oh Gott! Das Baby weint! Huggy, warte mal, ich komm noch. Alles cool, ich bin gleich da. Die Tür ist offen, er weint immer noch. Huggy Wuggy, bist du hier drin? Digga, wo ist das Baby? Huggy, wo bist du? Oh nö, ne? Ach, so ein Ding ist das. Du bist jetzt hier unten. Was, sag mal, was ist denn das hier für ein Gesicht, wenn du weinst? Willst du mich verarschen, Mann? Ich schmeiß dich dagegen. Digga, ich hab den so hart in die Küche reingeboxt. Was war er denn hier vorne? Ey, guck mich nicht so dumm an da aus dem Bild. Ja, warte mal, Huggy, ich weiß, sie ist ein bisschen warm, ne? Ich lasse dich im Kühlschrank. So, Freunde, Feierabend. Ich würde mal sagen, das hat sich erledigt. Ich gehe dann auf die Couch und entspann mich ein bisschen. Ah.
Na gut. Ich hol dich ja aus dem Kühlschrank raus und bring dich ins Bett. Das ist doch gar kein Problem. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Heute bitte nicht böse werden. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Wir schmeißen ins Bett rein. Oh, verdammt, ich muss das Licht noch ausmachen. Ich wollte gerade sagen, das Licht bleibt an. Aber so ist gut. Dann gehen wir runter und chillen mal wieder. Sag mal. Harry, Junge. Hast du hier gerade... Digga, was soll das? So, dann schmeiß ich dir halt die ganzen Basketbälle ins Bett. Ich habe jetzt hier irgendwie Basketbälle am Start, Leute, und schmeiß die mal so rein. Kann ich die eigentlich so reindanken? Ah, könnte ich. Also so reinwerfen, das geht so halber. Okay, das klappt irgendwie nicht so ganz. Aber Mann, ey! Ja, dann ist mir das auch egal. Ich lasse die ganzen Basketbälle da jetzt drin. Tja, ist ja nicht mein Problem. So, jetzt aber wieder auf dem Sofa Fernsehen und erstmal eine Runde chillen, ne? Hä? Oh Gott, Alter, was mache ich denn im Kühlschrank, Mann? Okay, dann gucke ich doch erstmal, wo das Baby ist. Hallo? Hagi, bist du hier irgendwo? Ich hab nichts gehört, okay? Dann gucken wir mal weiter. Hagi! It was at this moment that he knew. He fucked up. Hagi! Sag mal, das kann ja wohl nicht wahr sein! Du verdammter Lappen! Du denkst auch, du kannst den Fernsehen gucken, rein mit dir in den Ofen! So! Wow! Hagi? Hagi, lebst du noch? Ich glaube, ich mache mich besser aus dem Staub. Wenn ihr sowas habt, Leute, ruft mich an. Wir entsorgen das Baby. Okay, dann werde ich dir jetzt erst was zu trinken geben. Komm mal her, mein Kleiner. Ja, na komm mit. Ich bring dich mal auf den Wickeltisch. So, rauf da mit dir. Ganz entspannt, ich nehme die Windel. Hagi? Hagi, hol die Windel zu. Hagi, du sollst die Windel zu. Digga, also... Leute, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber okay, dann nehme ich die Windel jetzt mit und dann kriegt er die an. Aber dieses Mal schnür ich ihm die ganz ernst. Ich mein's ernst. Let's go! Rein da mit dir und ab ins Bett würde ich dich jetzt mal bringen. What? Was ging denn da gerade ab? Habt ihr das gesehen, Digga? Habt ihr das Bild da gesehen? Hagi, jetzt mach mal nicht diesen, ich mein's ehrlich. So, ich habe hier schon echt viele Kinder gebabysittet, aber du bist ja wohl schon wieder die absolute Höhe. Da kannst du jetzt so liegen bleiben und so schläfst du. Und wenn du dich aufs Kissen bewegst... Dann hau ich den Arsch voll. Licht aus, Tür zu und weg. Chill mal. Da oben links, Leute, da steht's. Chill mal. Auf dem Sofa Fernsehen. Ich chill mal eine Runde. Ach ja. Geil, Digga. Wieder weißer Fernseher. Oh, warum werde ich so müde? Wow. Wow, oh Gott! Hä, was mache ich denn im Fahrstuhl, Leute? Ey, die Tür ist offen. Hagi, was hast du da gemacht, Kollege? Das ist doch nicht in Ordnung. Ach, ich soll auf dem Sofa Fernsehen gucken. Okay, aber warte mal. Ich muss jetzt erstmal nochmal ganz kurz schauen, ob Hagi in seinem Zimmer ist. Ich habe den nämlich ganz genau im Auge. Soll schlafen, habe ich gesagt. Warum liegst du jetzt da? Das Kissen. Sollst du nicht anfassen. Weiß ja nicht, Leute. Aber das kommt mir alles ein bisschen spanisch vor. Ich leg mich da erstmal rauf und... Oh nein! Jetzt fängt der Kleine an zu weinen! Baby, Hagi! Ich wollte mich gerade auf die Couch setzen, Mann! Ich wollte doch nur ein bisschen Fernsehen gucken! Halt's Maul! Oh, jetzt muss das Licht aus... Habt ihr das gerade gesehen? Digga, ich bin gerade... Was ist denn das hier? Hä? Naja, gut. Ich frag einfach gar nicht. Ich gehe erstmal. Wir suchen dem Kleinen ein bisschen was zu essen. Und hier. Oh Gott. Ist jetzt irgendwie so Graffiti an der Wand? Fütter mich. Leute, also, ich gehe da jetzt einfach mal rein, ne? Und hol mir mal die Flasche. Und, Digga. Was ist das jetzt? Hallo? Bruder, da ist einfach der Kühlschrank drin in Raum 9. Oh nö, warum ist das hier so dunkel? Hallo? Hallo. Hagi, ich... Ich geb dir mal die Flasche und ich bring dich mal zum Wickeltisch, okay? Ich schmeiß dich da rauf, Kollege. Das passt so. Und die Windel nehmen wir jetzt auf. Oh! Oh Gott! Hagi! Hör mal auf, deinen Kopf so zu drehen! Mann, Hagi! Das ist doch nicht cool! Oh, ich muss einen Talisman holen! Es hat auch der Dämon wieder Hagi Wagi übernommen. Oh nö, ey, der Talisman ist hier oben. Wir gehen rein. Mein Erziehungsratgeber, Leute. Einfach mal das Kind durch den Raum werfen. Und jetzt kriegst du von mir den Talisman! Boah! Digga, ist der geflogen, Mann. So, ist gut, mein Bester. Ich, geh da jetzt nicht nach oben, Digga. Also. Digga, ist das geil, Mann! Ey, Leute!
Da kommt mir gerade eine heftige Idee. Wir könnten doch eigentlich mal die Toilette so hart fluten, dass wir das ganze Haus unter Wasser setzen. Digga, wenn ihr das feiert, Hashtag Wasser in die Kommentare rein. Und dann würde ich das auf jeden Fall mal machen. Ich werde jetzt spülen, Hagi, und es tut mir leid, aber bis dann, Brudi. Ja, der Job ist, würde ich sagen, erledigt, oder? Der denkt jetzt, ich bringe ihn noch irgendwo hin. Nö. Kann ich hier durch? Ja. Dann benutze ich halt Magie. Ist mir auch egal. Du kleiner Hosenscheißer, ich bin dann weg, ne? Mach's gut, DE. Tschüssi. Ich bin weg, DE. Hau rein. Ah. Ein neuer Tag. Oh, das Telefon klingelt. Oh Gott, ich muss da einmal rangehen. Hallo, Schatz. Moin. Ja, ich hab ein Auge auf Kissimissi. Kein Problem. Du bist um 7 zu Hause. Alles klar, danke. Also, Digga. Gut. Guck dir das mal an, Leute. Kissy Missy ist am Start. Hallöchen. Mensch, Kissy, du süße Maus. Na, wie geht's dir denn so? Wir gucken mal, was sie so treibt, ne? Ich werde sie mal vielleicht, also ich muss jetzt erstmal die Maske finden anscheinend. Ich muss hier die Maske rüber machen, okay. Aber wo ist denn die Maske, Kissy Mensch? Kissy Maus. Oh, hier. Also das wär's jetzt. Leute, die Maske auf Kissy Missy raufpacken. Wir gucken mal, was sie so aushält. Kissy, bist du bereit? Und wir machen Babyschleuder. Let's go. Wow, was ist da denn passiert? Habt ihr das gesehen? Oh Gott, Kissy, Mensch. Wir machen nochmal Babyschleuder. Digga, ich hab die voll gegen die Wand gebe... Habt ihr das gesehen? Das ist das für ein mieser Film. Guckt da gerade ein Auge raus? Nee, ne? Oh, Leute, Mann, da guckt ein Auge raus. Bleib mal da liegen, Kissy. Ich pack dir mal die Maske drüber. Okay. Also anscheinend ist die Maske, hat sie die aufgegessen, ja? Ich hab dir doch gesagt, du sollst die Maske nicht aufessen. Bleib mal da im Ofen. So, das ist jetzt erstmal okay. Ich muss jetzt definitiv die Flasche holen und das Baby erstmal füttern. Ja, komm doch mal her. Das ist der neue Wickeltisch, Leute, by the way. Das Ding hat angefangen zu furzen, Mann. Das ist doch nicht cool. Ich mach das Ding gleich wieder zu. So. Damit wir nicht gestört werden vom Babylärm, ist es natürlich sehr gut, wenn wir die Türen schließen und das Licht ausmachen. Leute, das war's. Tschüss, Feierabend. Okay, okay. Ich muss das Teil ja doch da mal rausholen, weil... Sag mal, komm mal da jetzt. Jetzt komm mal da raus. Mann, du. Weil die Windeln müssen ja noch gewechselt werden, ne? Aber... Ja, komm. Ich pack dich mal erstmal da hin. Junge, das ist schon wieder nicht cool. Weißt du, hat das Ding gerade geblinzelt? Bruder, was ist das denn? Hä? Kissy Missy? Komm mal bitte da oben von der Decke runter. Was soll denn das? Ich wechsle dir mal die Windel. Ja, gut. Wenn du willst, dann bleib halt da. Dann chill ich jetzt auf der Couch und guck ein bisschen Fernsehen. Ja, okay, okay. Ich... Scheiße. Leute, ich habe das Baby fallen lassen. Aua. Oh, ich nehme dich mal mit nach oben. Und wir legen dich einfach mal ins Bett, ne? Ui, oh Kissy, Mensch, du hast ja ein schönes Zimmer. Wow, das sieht ja richtig fresh aus. Ja gut, dann würde ich mal sagen... Einmal straight rein mit dir ins Bett und los! Oh, scheiße, das hat wehgetan, ne? Kannst du so schlafen, Kissy? Geht das wirklich? Also ich meine, sie lacht ja so einigermaßen, aber wir sollen jetzt doch einen Teddy ins Bett packen. Hier, den scheiß Teddy kannst du behalten. Ich mach das Licht aus und du nervst mich bitte jetzt nicht mehr, ne? Habt ihr das gesehen? Da war schon wieder das Auge. Wow. Wir können ein bisschen chillen. Geil, Mann. PC zocken, Digga, let's go. Hä? Ach, wir mussten echt gerade am PC zocken, oder was? Oh nein, das Baby weint schon wieder. Da fliegt ein Auge rum. Kissy! Was ist das hier? Da ist schon wieder ein Kuscheltier im Bett. Kissy? Was ist da los? Wo bist du? Hallo? Hallo? Kissy Missy! It was at this moment that he knew. He fucked up. Du guckst doch jetzt nicht allen ernstes Fernsehen. So, raus da mit dir. Ich schmeiß dich hier über die Wand. Gegen die Wand. Ich nehm dich mit. Du kommst jetzt in den Kühlschrank. Ich will das nicht machen, aber ich muss das tun. Rein mit dir. Ich hab gesagt, rein jetzt. Soll's in den Kühlschrank rein. So, Feierabend. Ah, die Tür. Ich krieg sie ja nicht auf. Na, dann chill ich ein bisschen. Ach, weißt du was? Ich geh oben zocken mit dem. Ach so, und der Teddybär, ich sag dir ganz ehrlich, den schmeiß ich da auch noch rein. Ja, dann schmeiß ich den... Ich schmeiß ihn halt in den Ofen. So, rein da jetzt mit dir. Ja. Doch verarschen, oder was? Teddy, rein. Mann! Okay, Freunde, ich muss das Baby einmal ins Bett bringen. Ist ja auch okay. Ich schmeiß dich mal in das Bettchen rein. So, perfekt.
das tat weh, glaube ich, ne? Hey, wenn da jetzt die Mutti wiederkommt, boah, dann gibt's richtig Stress, aber scheiß drauf, erstmal zocken eine Runde. Ja, Mann, die Baby in Yellow zocken, geil. Ja, Mann, voll Bock. Warum werde ich denn jetzt auf einmal müde? Ja, ich bin da und wir gehen mal runter. Ich muss jetzt erstmal die Bottle vom Kühlschrank holen. Sag mal, Kissy, guckst du da? Du guckst da schon wieder Fernsehen. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Was mache ich mit dir? Weißt du was? Ich drück dich hier einfach mal rein. Ne? Willst du das? Guck mal. Na? So, warte mal. Hier unten, da bleibst du jetzt. Du bleibst jetzt da unter dem Schrank. Das kannst du gucken, aber Fernseher ist nicht. Oh Gott. Mach das Licht wieder an. Kissy, was war das gerade für eine miese Nummer? Ich schmeiß mal einfach hier die Flasche rein. Boah, das Ding hat schon wieder geschissen, ne? Boah, das stinkt. Boah, Leute, das stinkt. Ey, rauf mit dir, komm schon. Bleib mal jetzt da oben drauf. Ich hol dir jetzt mal die Windel. Hä? Hallo? Ey, hallo? Warte mal, der hat die Windel geklaut. Ach, da unten. Leute, wenn die Windel von alleine da untergeht, ja, dann holt sie nicht. Macht die Tür zu und verschwindet. Macht's Licht aus und geht. Aber ich muss runtergucken, okay? Alter Mann, was war denn das gerade für ein mieser Rabe? Warum sind denn hier Raben in diesem Haus? Mir reicht's jetzt. So, ist gut. Wow! Habt ihr den gesehen? Das war der ganz wilde Teddy. Der ist dahinter, ne? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich bring dich ins Bett und dann will ich von dir nichts mehr hören. Mach das Licht bloß an. Da kriegst du Angst, weißt du, ich mein? Rein! Oh, scheiße. Tut mir leid, Kissy. Ja, heute kannst du mal in Ruhe schlafen, ne? Ich schmeiß dein Teddy hier wieder mit rein. Es reicht. Es reicht. Da sind Teddy hier einfach drin. Hör zu, wir chillen jetzt ein bisschen und gehen mal aufs Sofa. Auf ganz entspannt. Let's go. Was ist das da? Hä? Junge, es ist ein bisschen zu ruhig hier. Ah ja, alles klar. Das Baby fängt wieder an zu weinen. Perfekt. Ich geh mal hoch und guck mal. Hey, Hallöchen. Ist hier alles cool? Du sollst die Schnauze halten, okay? Nimm deinen Teddy. Ich hab gesagt, du sollst die Schnauze halten. Was ist denn los? Oh nein, ich muss den Teddy besorgen, Leute. Wo ist denn der Teddy? Scheiße, da ruft jemand an. Warte mal ganz kurz. Ja, Hallöchen. Was? Feueralarm? Ja, was für Feueralarm! Ach du heilige Scheiße, Mann, was geht denn hier ab? Oh Gott, wo ist der Feuerlöscher? Boah, Alter, leck mich fett. Ach, der Teddy wurde getoastet. Ja, wirklich, das jetzt meiner Frau. Jetzt mal gucken, ne? Hallöchen. Mein Herz, oh. Was zur Hölle geht denn jetzt ab? Kissy, wir haben dein Baby. Kissy, Missy? Ja, ich muss mir ganz schnell mal eine Baby besorgen. Da! So. Was ist hier mit den Kuscheltieren? Ich snack die alle weg. Bam, bam. Und der auch noch, ne? Ich schlag die alle zusammen. Wo bist du? Wo bist du, Kissy? Du kriegst von mir jetzt auch noch mit der Baby. Hört ihr das? Kissy? Was geht denn jetzt ab? Kissy, wo bist du, Mann? Gib mir meine Kissy zurück, Kissy! Also Leute, ich sag euch eins, ne? Wenn ihr das hier seht, das hier. Digga, dann lauft einfach! Ich nehm den Basie und schlag die verdammten Drecksviecher zusammen! Wie soll ich das? Also. Digga, was geht denn hier ab? Kissy, Mann! Nehmen Sie einfach mit. Ich werde Kissy jetzt einfach in den Computerraum setzen. Einfach in den Stuhl. Mit Kopfhörern auf, ganz entspannt. Komm, wir zocken eine Runde. Gucken uns Videos von Denomi an. Hä? Da kommt jemand nach Hause. Oh, Scheiße! What the hell is this mess?
Entschuldigung! Oh, Leute. Was geht denn jetzt ab, Digga? Zieh dir das mal rein. Es ist Mami Longlegs als Baby. Ach ja, Leute. Wir werden erst mal ans Telefon gehen. Hallöchen. Das ist Oma Longlegs und die sagt mir jetzt gerade... Kannst du bitte ein kleines Auge darauf werfen, dass es Mami ganz gut geht? Und ich sag, hä? Wer nennt denn sein Kind Mami Longlegs? Alles klar, Omi. Ich mach das schon. Leute, wir müssen jetzt als erstes die obligatorische Maske einmal kurz besorgen, damit wir überhaupt irgendwas hier machen können. Diese Maske, die isst Mami Longlegs jetzt einfach mal auf. Das ist das Frühstück vorm Frühstück. Ja, Leute, dann heben wir sie doch mal hoch, Mensch. Mama! Oh Gott! Scheiße, Mama, tut mir leid, ey. Ist doch alles gut. Ich wollte sie eigentlich auffangen, Leute. Ihr habt doch gesehen, das war jetzt nicht mit Absicht. Ja, okay, Mama, tut mir echt leid. Ich schmeiß dich mal hier so ein bisschen aufs Sofa, ne? Auf ganz entspannt. Ja. Die sieht richtig süß aus, Leute. Wir holen mal die Flasche und geben ihr ein bisschen was zu trinken. Mama, komm mal her. Ich fütter dich ein bisschen, ja? Ja, aber wenn du heute Pupi machst in der Windel... Dann muss ich dich leider gegen den Fernseher schmeißen. Ist dir das bewusst? Nun gut. Hier, trink mal. Oh, also, sag mal. Hast du Pupi in der Windel gemacht, Mama? Ja. Scheiße ist das. Ich hab dir gesagt, ich schmeiß dich gegen den Fernseher. Bist du bescheuert oder was? So, komm mit, Leute. Einmal nochmal, ne? Ich fang dich auf, ja. Und nochmal, ja. Oh. Okay, wir lassen sie einfach mal da liegen. Oder, ich glaube, ich muss sie ja mitnehmen, damit ich die Windel wechseln kann. Guck mal, man sieht die auch schon hier so richtig im Spiegel, ne? Komischerweise ist das Spiegelbild... Aber schon komisch. So, einmal rauf da. Digga, das war ja richtig so ein Wrestler-Smackdown, Mann. Ach, Mami. Mama? Sag mal, Mama. Zwei Sachen habe ich jetzt mal direkt. Erstens, warum ist da ein Auge? Zweitens, warum hängst du da oben an der Decke? Sag mal, Mama. Komm schon. Oh, das Auge ist weg, Leute. Aber das Auge ist wieder da. Also, was ist das denn jetzt hier für ein mystischer Bums? Du zauberst doch hier schon wieder irgendwelche komischen Sachen. Komm mal da runter von der Decke, Mama. Also, ganz im Ernst jetzt. Ja, runter. Gesagt, runter mit dir. So. Reicht. Ich mache jetzt hier die Küche, mache jetzt zu. Und du kannst jetzt hier, ne, den Feuerlöscher erstmal schlucken. Oder auch nicht. Na gut, Leute. Wir müssen sie ja irgendwie noch wickeln. Wie machen wir das denn mal am besten? Ich leg dich mal hier so auf die Treppe. Ich leg dich mal hier so auf die Treppe. Ich leg dich mal so auf die Treppe. Perfekt. So, ich wechsle dir die Windel. Alles gut. Ich bring dich ins Bett, Mama, ne? Na komm schon. Schönes Zimmer hast du hier. Mama, rein da. Oh Gott. Rein da. Rein da ins Bett. Scheiße. Oder wenn ihr das Problem habt, ne? Dann geht einfach. Egal, wie schlimm euer Kind danach wird. Tschüssi, Feierabend. Okay, Mama. Alter, yo, was geht denn jetzt ab? Mama, komm mal da raus. Das Baby ist definitiv... Nicht normal, Leute, Mama. Oh Gott im Himmel. Oh, geh da bloß schlafen. Ich sag ehrlich, den Teddy müssen wir auch noch dazu packen. Hier hast du noch dein Teddy. Ich mach das Licht aus und du gehst jetzt schlafen. Ist das klar? So, ich soll jetzt PC zocken. Mal einer erklären, warum. Digga, hier jetzt ein Auge ist? So mäßig? Digga, da ist ein Auge auf meinem Stuhl! Leute, egal. Ich zock da eine Runde. Let's go! Einfach rein jetzt. Nein. Oh, nee. Ey, die Pissblöre hat schon wieder Augen in den Flur gesetzt. Mama, ich bin auch da. Alles cool. Was ist das denn? Warte mal ganz kurz. Ich muss da, glaube ich, nochmal runtergehen. Irgendwas ist da nicht ganz richtig. Mami? Sag mal! Guckst du schon wieder Fernsehen, Mama? Komm mal mit. Ja, Fernsehen gucken, ne? Nee, Alter, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Rein mit dir jetzt. So, ich mach jetzt zu. Ich mach jetzt zu, hab ich gesagt. So, Mama. Ich hab dir gesagt, Fernsehen gucken ist nicht erlaubt. Ja. Ich mach einfach zu, ne? Da ist ein Arm. Also, Mami, da guckt jetzt ein Arm aus deiner Herdplatte raus. Also aus... Scheiße! Oh Gott. So. Einmal hier nach oben. Und einmal noch, ne? Für die Fans, Leute. Let's. Der Smash war so cool. Ach komm, ich bring dich nach oben. Einmal durch den Flur werfen. Ich hab dich doch. Und ich hab dich. Und einmal hoch. Und ich hab dich. Und rein ins Bett. Sehr schön. Das hat auch gut geklappt, Leute. Ich finde, ich bin ein ziemlich guter Babysitter. Mein Stundenlohn 50 Euro. Also, falls ihr Interesse habt, ihr könnt auf Instagram gehen. Da steht meine WhatsApp-Nummer. Ist kein Scherz. Ich antworte allen Followern zurück. Und falls ihr einen Babysitter braucht, 50 Euro die Stunde und ich bin am Start. Okay, dann setzen wir uns mal wieder hin. Ach so, PC ist klar. Will ich dann natürlich auch zocken bei euch, ne? Ja. Ich hab Langeweile. Das Kind ist irgendwie ruhig. Ich hab so das Gefühl, das Kind ist tot. Leute, das ist manchmal echt ein bisschen schwierig. Warte mal ganz kurz.
Du bist ja schon wieder am Fernsehen gucken. Komm mal mit, Mami Longlegs. Ich schmeiß dich jetzt in den Kühlschrank. Rein da. Ich hab gesagt, rein in den Kühlschrank. So. So, alles cool. Es tut mir halt echt leid, Mann. Leute, ich... Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Okay, Mama, du kriegst jetzt deine Flasche zu trinken. Und scheiß dir ruhig mal in die Hose. Mir reicht ziemlich langsam mit dir. Rüber da. Ich hab gesagt, rüber. Mama, sag mal, rüber da jetzt. So, Windel ist da. Jetzt kommt hier dieser verdammte Teddy. Ich bin schneller als der Teddy. Guck, ich weiß doch genau, wo es ist. Ich kann die Windel nicht nehmen. Wow. So, Mama, du hast hier einen Rahmen reingelassen in das Zimmer, ne? Die lässt hier einen Rahmen rein. Jetzt ist aber richtig vorbei. Ich sag dir, wie es ist. Reicht mir jetzt mit dir. Jetzt geht's ab in den... Ab in den Ofen. Oh, nö, Mann. Okay, ich bring dich einfach ins Bett. Ich hab schon Augen gesehen und du warst schon an der Decke und so. Einfach rein da. Komm, mach's Licht aus. Oh, ich muss den Teddy ins Bett bringen. Oh, Digga, Mann. Jetzt ist aber... Ich muss das Licht nochmal ausmachen. Verdammt nochmal! Reicht langsam, mit Augen und so. So. Bisschen TV auf dem Sofa und dann ist gut. Alles auf entspannt. Wer ist er da? Mama! Oh Gott, ich werde richtig müde. Hä? Was ist passiert, Mann? Alles entspannt. Gott sei... Oh, Digga. Das Baby weint schon wieder. Ich muss mal nach oben gehen. Mensch, Mami, kannst du mal die Schnauze halten, Eimer? Bitte? Presse, du brauchst jetzt deinen Teddy. Wo ist der Teddy? Ich geh mal unten gucken, ob der Teddy da ist, ne? Mama ist ja eigentlich ganz entspannt. Vor allem, wenn Omi anruft und fragt, wie es läuft. Ne, ich hab alles im Griff, Leute. Ich hab alles im Griff. Mensch, Omi Longlegs. Nee, alles cool. Ja, nee, also ich hab hier alles im Griff. Verdammt nochmal. Oh Gott im Himmel. Ich muss den Feuerlöscher nehmen. Alter Schwede. Ich hol mir jetzt Mama. Oh Gott. Oh Gott. Im Himmel. Hört ihr das? Ich muss diese verdammten Teddys jetzt erstmal loswerden. Ich hab mich gerade sowas von erschrocken. Alter, leck mich fett. So. Ich schlag die ganzen Teddys kaputt. Ich war jetzt ernst. Wo bist du, Mama? Ich hab einen Baseballschläger, Mami. Komm, ich hole dich. Wir spielen Suchen und Verstecken. Mama. Mama Longlegs. Ja. Ich werde dich jetzt mit dem Basie kaputt schlagen. Ist mein Ernst. Das ist mir scheißegal, was für ein Ritual du hier machst. Mitkommen. Rein in den verbrannten Ofen. Und hoch. Ich hab gesagt, und hoch. Ah, dann machen wir das mal anders. Ich würde mal sagen, so liegst du gut. Also, let's go. Findest du das immer noch witzig? Ich würde sagen, da liegst du gut. So, wir machen Licht aus. Für heute ist Feierabend. Achso, und das hier auch noch. Perfekt, Leute. Entspannte Basis. Das war mein Babysitter-Job und, Ja. Also, alles entspannt. Also, Freunde, wir sind wieder zurück im Business. Und ich freue mich, dass wir heute da sind. Das neue Update, wer es vielleicht noch nicht gesehen hat. Hier hat sich ziemlich viel getan, nur nicht das hässliche Baby. Du stinkst. Wir brauchen heute erstmal wieder einen Namen für das Baby. Und ich muss hier noch einige Aufgaben erledigen, denn ich muss heute nochmal in die Katzenwelt rein. Auch übel strange. Und dann muss ich, zumindest kurz vorm Ende, irgendwas mit dem Baby machen. Weiß ich gar nicht mehr. Gucken wir nachher mal. Ich glaube, da war irgendwas. Das wird mir schon wieder einfallen. Dann können wir diese Kiste hier öffnen. Noch geht's nicht. Ich warte mal, vielleicht geht's doch. Nee, ich krieg's nicht auf. Hast du das gesehen? Du weißt nämlich ganz genau, was da drin ist, stimmt's? Du Verdammter! So, der ist jetzt erstmal gegen die Wand geböllert worden. Der weint ja nicht mal. Alright, Leute, also wir sind heute wieder drin. Okay, mein Kleiner, komm mal mit in die Küche und ich werde... Entschuldigung, was ist denn da gerade passiert? Ich werde dich mal hier so auf den... Weißt du was? Ich leg dich einfach mal hier so hin. Guck mal, du hast es hier richtig bequem. Ich gebe dir mal... Das ist so witzig. Warte, mach mal den Mund auf, Kleiner. Und... Ja, ich hab's doch gesagt. Warte kurz. Ich hole eine Scheibe Salami raus. So, halt mal die Schnauze jetzt, okay? Leute, ich liebe das Baby. Das ist so witzig. Lässt du das jetzt bitte mal... Ist doch gut. Hast du die Augen gerade gesehen, Mann? Alles klar, Mann. Ich nehme die Salami runter. Ist doch okay. Ist doch okay jetzt. Wie wär's denn mit Brot? Willst du ein Brot? No, God! Willst du eine Tomatenscheibe? Willst du Käse vielleicht? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Willst du alles nicht? Willst du eine Gurke? Ich finde das so witzig. Leute, komm.
Ich mach dem kleinen Baby mal was zu essen. Wir machen das nämlich so, Leute. Ich gebe dem Baby was zu essen, damit ich es essen kann. Ja, schön. Also das stand jetzt aber nicht im Babysitter-Vertrag. Ich nehme das Baby mit, wir bringen es mal zum Wickeltisch. Ich werf's mal auf entspannt hier rauf. So, das ist sehr gut. Alles entspannt. Ich hole mal die neue Windel. Und, was machst denn du da? Wie bist du da jetzt? Also... Okay, kein Problem. Ich ziehe dir die Windel an. Komm, wir gehen nach oben. Wir bringen das Baby ins Bettchen. Seht ihr das hier? Okay. Leg's einfach mal ins Bett. Okay. Wir brauchen einen passenden Schlüssel dafür. Stimmt, da war ja was. Wir holen uns jetzt erstmal das Geschichtenbuch, setzen uns hin und lesen das. Ich lese dir heute nichts vor. Junge, wie schnell ist denn der eingeschlafen? Leute, Hashtag einschlafen in die Kommentare, wenn ihr auch so schnell einschlafen könnt. Ich wollte ihm was... Ach komm, warum beschwere ich mich? Weißt du? Das Baby ist doch leise. Es schläft, alles ist entspannt. Ich kann runtergehen und mache mir einen ganz entspannten. So, dann legen wir uns doch mal... chillen wir mal auf dem Sofa ein bisschen, ne? Boah, alter Mann! Halt den Rand jetzt da oben, ey! Ich wollte gerade schlafen. Ich dachte, das wird heute eine entspannte, ruhige... Schicht. Okay. Hallo? Hallo? Wo bist denn du? Mensch, was machst denn du hier, du kleiner Scheißer? Komm mal mit. Ja, na komm. Wir gehen mal hier rein, ne? Richtung Pfote. Wollen wir mal Pfote gehen? Warte mal ganz kurz. Ich pack dich mal in die Waschmaschine. Währenddessen suche ich den Schlüssel für da oben. Ich hab gesagt, du sollst da rein. Ja, von mir aus auch so. Perfekt, Leute. Mann, das ist so dumm. Es ist gut, okay. Ich mach mal den Schlüssel auf, na komm. Sehr gut, mein Kleiner. Wir klettern mal da hoch, ja? Machen wir mal, na komm mal mit. So. Also, was ist das da hinten? Ich muss hier in die Katzenwelt. Muss ich mit dir da rein, mein Bester? Hat das Baby fallen gelassen? Ja, heißt euch herzlich willkommen in der Katzenwelt. Es kommt ja bald was, On the Baby in Yellow. Und das Game ist auf jeden Fall nicht ohne. Was zur Hölle ist das? Hört ihr das? So eine kleine Katze. Hallo? Katze! Die schwarze Katze nähert sich. Boah, ich bin gespannt, was die zu bedeuten hat, Leute. Das war ein... Oh Gott. Ist gehört? Hast du hier gerade gelacht? Ja. Ab gegen das Bild! Du Verdammter! Hast du die ganzen Bilder hier gemalt? Mensch! Dafür gibt's jetzt einmal Leiter, ne? So, steig mal auf die Leiter rauf, mein Lieber. Ja, guck mal, er ist mit seinen Füßen schon auf der Leiter drauf. Wenn du jetzt nicht von alleine da runtergehen kannst, dann hast du selber Schuld. Nur die Harten kommen in den Garten. Und, Schnitt. Ich hab dich! Ab ins Bett, schnell! Leg dich einfach hin! Was? Moment mal, ich soll das richtige Plüschtier ins Bett legen. Was, wenn ich dir das falsche Plüschtier da einfach reinleg? Nee, nicht die Katze. Ich mach einfach mal den Hasen da rein. Ey! Nimm das Plüschtier, ey! Der spielt damit Fußball, Mann. Das meint er doch nicht ernst. Dann kriegst du jetzt einen Block. Du kriegst ein Königsstück. Du kriegst, was kriegst du denn sonst? Du kriegst ein Babyplüschtier. Nope. Wie wär's damit? Mann! Die Unterwelt? Warum zur Hölle steht der Globus da drauf? Warum kann man den drehen? Ich versteh's nicht, okay? Ja, gut, ich gebe dir dein Katzending jetzt, Mann. Jetzt halt den Rand. Ja, ist doch okay. Komm. Nervensäge. Echt jetzt? Lass die Tür zu! Hast du mich verstanden? Sonst mix ich dir da gleich was unten. Weiß nicht, ey. Alles komisch, oder was? Stimmt! Ich muss den Fahrstuhl rufen! Ah, so war das. Ja, Leute, ganz genau. Ich muss einfach nur den Fahrstuhl rufen, mehr nicht. Ich hab's voll verplant. Okay, pass auf. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz den ganzen Dreck hier wegräumen. So. Und machen den Kühlschrank mal zu. Machen den Ofen mal zu. Die Tür hier zu. Und jetzt werden wir unser Ritual vorbereiten. Können wir das Ding jetzt aufmachen? Ich hoffe. Ayos mios. Oh. Zaubertrankflaschen.
Okay, Leute, wir wissen, was gleich geht. Ich werde mal kurz schlafen und dann holen wir uns das Baby. Ich bin gerade vom Einkaufen wiedergekommen und ich kann euch sagen, ich habe die Kinder voll im Griff. Also Fernsehen gucken bei mir definitiv nicht. So, also brauchen die auch gar nicht. Man sieht schon, Badezimmer immer sauber, Kind schläft, alles ist entspannt. Hello. Oh shit, not good. Sommer, das kann doch nicht wahr sein, dass du hier vom Fernseher gammelst. Ich dachte, du schläfst. Ja, guck mich mal nicht so blöd an. Mit dir rein in den Ofen. So, und ich sag dir eins, du kriegst noch eine Gurke hinterher, du Verdammter. Und ich pack dir dann noch ein Champignon hin. Und von mir aus auch noch eine Tomate, du Blödmann. Und jetzt rein da mit dir. So, und zu. Jetzt reicht's. Der Typ, ich sag euch ehrlich, der kriegt jetzt richtig. So, was haben wir denn hier Schönes? Aha. Die rote Flasche sieht gefährlich aus. Der will was zu essen haben. Kriegst du? Oh Gott! Alter, was ist das denn gewesen? Digga, wir könnten ja theoretisch... Boah, wir haben die rote Flasche nicht mehr. Was ist denn die blaue Flasche? Hä? Das Baby ist ja ultra klein. Moin! Hallöchen! Ey, was ist das denn, Mann? Das glaubt mir doch kein Mensch. Wie cool! Geil, Mann! Dieser Trank ist richtig gut. Ja, du bist jetzt für mich wie ein Spielzeug und endlich passt du mal da durch. Guck mal, Leute, wir können jetzt sogar Basketball mit dem Kleinen spielen, ne? Also, wenn man es ein bisschen drauf hat, perfekt. Ja, lassen wir das. Kann ich dich hier in die Vase... Oh Gott, der ist ja wieder groß, Leute. Naja, machen wir mal weiter. Eigentlich würde ich gerne den Gelben erstmal sehen. Wow! Alter! Was? Digga, das Baby ist am Fliegen! Yo! Holy moly, Mann, das ist ja übelst krass. Ey, Leute, ich glaube, ich sehe das Licht. Guck mal da oben. Also, wenn ihr das Baby entsorgen wollt, Leute, dann lasst es einfach da oben, ne? Das stört's nicht. Ich nehme mal die grüne Flasche. Wir gucken mal einfach, wie es mit dem dann läuft. Aber crazy, Mann. So. Schnitt! Okay, mein Kleiner, okay. Ich weiß, das tat gerade weh. Ich muss mir einmal die grüne Flasche besorgen. So, wie wär's denn, wenn wir dich damit mal füttern? Vielleicht geht's dann wieder besser. Junge, hast du hier gerade einen siebenfachen Megafurz gelandet? So, jetzt reicht's, ich zünde der Atombombe! Digga, was geht denn hier ab? Hallo? Ey, nee, ne? Wir müssen dekorieren, oder was? Was ist das denn hier? Frohe Weihnachten, Leute. Kommen wir langsam in Stimmung, oder was? Ja, der Fahrstuhl ist auf jeden Fall im Eimer. Das war's dann auch mal direkt. Okay, ich, wo ist das Baby? Was guckst du dir da an, Kollege? Hä? Was guckst du dir da an? Was ist das denn? Habt ihr das gesehen? Mach mir keine Angst, du kleiner Scheißer. Ich guck mir das nochmal an. Warum wackelt das Bild so komisch? Das stimmt doch was nicht. Also, Baby. Wir haben heute Weihnachten. Da ist keine Zeit für Dämonen oder sonst was. Das ist dir klar, ne? Ist dir klar, oder? Ich setze dich auf deinen Stuhl. Wir gucken mal, was haben wir denn hier so? Boah, Würstchen und Kartoffeln? Nice. Ein Truthahn-Teller. Auch nice. Okay, wir werden den Truthahn anscheinend mal aus dem Kühlschrank nehmen. Yo, was ist das denn für ein fettes Teil? Leute, das Ding sieht so falsch aus. Hashtag falsch in die Kommentare, wenn ihr absolut wisst, was ich meine. Also. Ich sollte den Truthahn vielleicht erstmal braten. Okay, also. Gut. Alter, was? Bin ich im falschen Film oder ist der Truthahn hier gerade komplett drin? Crazy Dog. Habt ihr das gesehen? Lecker, Kekse. Mein Kleiner. Hallo. Ich liebe Kinder. Ach ja. Okay, also wir sollen jetzt erstmal den Weihnachtsbaum schmücken. Das, Hör auf zu heulen. Du sollst aufhören zu weinen, okay? Sonst gibt's, Ne? Sonst gibt's Klo wieder, ne?
Du weißt doch, dass das nicht so cool ist. Uns beide nicht. So, der ist auf jeden Fall... Hör auf zu weinen! Ich sag dir, wie es ist. Ich nehme ihn mit, Leute. Vielleicht, also, weißt du was? Ich bin heute mal nett. Wir haben ja auch Weihnachten. Man soll sich ja auch nicht immer so doll aufregen. Komm, bleib da sitzen, guck Fernsehen in Ruhe. Ich muss jetzt hier erst den Weihnachtsbaum schmücken. So, dann wollen wir mal. Ein bisschen hier Deko und ein bisschen da. Oh, das ist so schön, Leute. Richtig nice, mir gefällt das. Da krieg ich schon wieder voll Bock auf Weihnachten, ne? Sag, wie es ist. So, hier noch, es braucht einen Stern. Kleines Baby, ich hol jetzt den Stern vom Dachboden, ne? Der Truthahn ist im Ofen. Also wenn ihr das seht, dann Feierabend. Geht einfach weg. Okay, ich mach mal diese Tür hier auf. Ah ja. Warum zur Hölle ist hier der... Abdruck in der Wand? Das würde ja bedeuten, dass... Das Baby hier bereits gegengeflogen ist. Und der Schnuller wieder zurückgelegt worden ist. Wir haben 0 Uhr. Okay, was ist das hier? Zwillingssonnen und Fremde... Ja, also ist mir auch egal. Wir gucken nochmal ganz kurz ins Babyzimmer rein. Ja, Dr. Plüsch, ne? Hm, okay, ja. Ich gehe mal auf den Dachboden. Der ist dieses Mal offen direkt. Interessant. Wir gehen mal hoch. Hallo? Hallo? Was ist das denn? Ein Geschenk? Leute, was hat das Baby wieder schon wieder für ein Geschenk hingelegt? Bald. Warum denn bald? Ich nehme erstmal den Stern mit, okay? Oh, nee, du. Was ist das hier schon wieder? Hey, habe ich den Stern dabei? Ja, habe ich. Perfekt. Ich will nicht drüber reden. Ich weiß auch echt nicht, was das gerade für eine Aktion war. Aber ja, ich muss den Weihnachtsbaum schmücken. Ah! Oh Gott! Oh Gott! Verdammt nochmal! Baby! Mach den Ofen! Oh Gott! Scheiß die Wand an! Ich glaube, der Truthahn ist fertig. Habe ich erzählt, dass ich ein Kochenprofi bin? Das Baby ist weg. Digga, du hast die ganze Hähnchenhaut gegessen! Die ganze Hähnchenhaut! Er ist so gottlos und isst die ganze Hähnchenhaut. Hashtag gottlos. In die Kommentare. So, Kleiner. Du hast die ganze Hähnchenhaut gegessen. Da hat sie dir wenigstens geschmeckt. War der Schiss in der Hose auch gut? Mann. Ich hole dein scheiß Weihnachtsoutfit. Da dachte ich, ich kann einen geilen Truthahn essen. Und dann kriege ich noch Würstchen und Kartoffeln zu Weihnachten. Was ist das denn? Boy. Ich gebe dem jetzt die Kackmütze hier. Und danach gibt's erstmal eine kleine Wäsche im Klo. Okay? Ja, pass mal auf. Hier. Und einmal rein da, ne? Einmal rein da. Eine kleine Wäsche. Du sollst da rein, habe ich gesagt. Damit dein Truthahn und dein Furz da nicht stinkt. Ja, perfekt. So ist gut. Komm, ich hab dich. Alles cool. Wir setzen das Baby mal wieder hier hin. Noch ein Weihnachtsessen vorbereiten. Ey, ich muss den Truthahn wieder in den Müll werfen, ne? Also das ist... Da ist ja noch ein Truthahn. du, kleiner Mann? Hast du den Truthahn da reingelegt? Hä? Nee? Na gut. Ich hol den mal eben. Ah, so ein Ding ist das. Was ist das denn? Schneeballschlacht? Hey, du Dreckschwein! Hey, du Dreckschwein! Lass das, Mann! Verpiss dich! Schneeballschlacht! Oh, Junge, ich habe ihn weggehauen. Die habe ich eigentlich gerade einen Schneemann mit einem Schneeball weggehauen. Hier sind noch mehr Schneebälle. Warum sind hier so viele... Was soll das? Hast du den Schneeball im Kühlschrank gebaut? Summer!
Ich check gar nichts mehr. Ich... Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Das Baby ist weg. Oh. Also ich glaube, ich rufe die Eltern gleich wieder an und sag, es ist was Schreckliches passiert. Dieses... Was ist das? Springteufel ohne Kurbel? Oh nee, ne? Okay, Leute. Also wir müssen eine Kurbel finden. Was zum... Ist cool. Also bisher gefällt mir das Update ziemlich gut, bin ich ehrlich. Hallo? Ich nehme mal die Kurbel mit. Will ich den Springteufel überhaupt aufziehen? Ich weiß nicht, ne? Nein, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Diese Musik ist nie gut. Oh! Du bist... Sag mal! Sag ich nichts mehr zu. So, wir holen den Truthahn aus dem Ofen. Wow! Wow! Ich hab ihn. Frisch serviert, mein Bester. Und jetzt werde ich mit dir zusammen essen. Ist das klar? Ah, die Kuscheltiere sind auch dabei. Mann! Was zur Hölle geht denn jetzt ab? Digga? Hallo! Wow! Oder habe ich das gerade geträumt? Nein, Mann, das Essen ist komplett runtergefallen. Ja, das hat man davon, ne? Typisch Babys. Okay, was haben wir denn hier für ein Geschenk? Geschenke? Von einem kleinen Baby? Okay! Hey! Okay, das ist ja ein Geschenk für dich. Was? Yo! Digga, wie cool ist das Ding denn? Leute, wie geil ist das? Mach mal die scheiß Tür hier zu. Ich will jetzt mal kurz auf dem Flur ein Autorennen machen. Let's go! Okay, das Ding ist nice. Geiles Geschenk. Ich mach mal das nächste auf. Was haben wir hier? Oh, ein Spielzeugflugzeug, Mann. Voll geil. Yo, guck dir das an. Ja, okay. Also ungefähr so, wie ich Flugzeuge fliegen würde. Was haben wir da drin? Boah, eine Schaumpistole? Hey, Entdeckung! Was haben wir hier? Was ist da drin? Ein Springball? Lol. Okay, die Geschenke... Also ich muss schon sagen, als Kind hätte ich mich über so eine Schaumpistole richtig gefreut, ne? Tja, du Dreckschwein. Ich will dein dummes Gesicht nämlich nicht mehr sehen. So, ich nehme dich mal mit. Okay, cool. Also bisher muss ich sagen, ziemlich, ziemlich nice. Ich leg den kleinen Racker mal ins Bett. Was ist denn? Richtiges Plüschtier? Oh, Dr. Plüsch vielleicht. Vielleicht den. Ja, das war das Richtige. Nice. Kann der Ball mal aufhören zu springen? Ich werde den Ball nehmen und schmeiß ihn, glaube ich, dann mal hier rein. So. Dann gucken wir mal auf den Sofa Fernseher. Auf ganz entspannt. Was? Junge, was ist das denn? Ha? Habt ihr das gerade auch gesehen? Leute, sehr interessantes Update. Sehr interessant. Uff. Krass. Okay. Da ist die Katze nach oben gelaufen. Ah, sie geht auf den Dachboden, oder? Dann gehe ich da auch mal rein. Auf die Leiter. Junge. Hallo? Die Katze steht da hinten beim Geschenk, oder? Hey, Kitty! Kitty! Was hast du da? Ist das ein Geschenk?
Bro, was zur Hölle ist das denn? Das saugt ja alles ein! Digga, ich hab Gänsehaut bis hierher. Frohe Feiertage, saisonale Inhalte ab jetzt in allen Kapiteln verfügbar. Finde heraus, wo dich die schwarze Katze im März 2023 hinführt. In der Zwischenzeit kannst du Team Terrible auf Twitter, Discord und TikTok folgen.